Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es wieder ein Quiz, und zwar ein ganz besonderes. Wahrscheinlich das, worauf ich auch am meisten stolz bin. Und zwar das Pokémon-Profi-Quiz. Das Quiz war fragenmäßig sehr, sehr schwer. Und genau darauf war es aber auch ausgelegt. Naja, okay, wenn Profi-Quiz im Namen steht, dann ergibt das natürlich Sinn. Hier geht es wirklich um die Unterhaltung und vielleicht dem einen oder anderen etwas zu erzählen oder zu zeigen, was er selber noch nicht wusste. Ihr könnt gerne mitraten, schauen, ob ihr alles wusstet oder ob ihr auch noch was Neues gelernt habt. Ich würde mich unendlich über eure Kommentare freuen. Lasst gerne ein Like, da wenn ihr mehr Profi-Quizzes sehen wollt. Unter anderem geplant vielleicht DBD und WoW. Und natürlich dann auch mit anderen Gästen. Heute mit dabei Sammy, Items, Baloui und Miri. Und ich muss sagen, für mich war es das beste Quiz von allen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war sehr unterhaltsam. Natürlich hätte ich bei der einen oder anderen Antwort anders entscheiden müssen. Aber geht mal von einem Unterhaltungsaspekt aus und nicht von einem Competitive-Aspekt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Nehmt es nicht zu ernst, nehmt es mit Humor, habt einfach Spaß und genießt die Show. Vielleicht ist da was bei, was ihr selber noch nicht wusstet und ganz interessant findet. Los geht's! Okay. Okay. Erstmal kurz, um zu erklären. Ja, herzlich willkommen. Ja, wir spielen heute das Pokémon-Profi-Quiz. Da habe ich ja mir die vier richtigen rausgesucht. Ich hoffe zumindest. Ja, ich bin sehr gespannt. Mit Miri Items und Baloui spielen wir auf das Zaubertausch-Battle. Sammy wurde mir vorgeschlagen von Items. Und ich hoffe, dass wir hier die richtigen Sachen rausgesucht haben. Bei der Hälfte der Fragen habe ich mir gedacht, ich glaube, das ist ein bisschen zu schwer. Und habe dann ein paar Leute gefragt, ob sie mir helfen können, Fragen rauszusuchen. Ich glaube, wir haben einen guten Mix. Wir haben wirklich einen schönen Mix bekommen. Ihr seht ja gerade die Tabelle. Das sind auch alles. Es gibt kein zweites Board, das ist alles. 7 Kategorien, A5 Fragen. Alle 500er Fragen sind eine kleine Diskussionsrunde. Ihr dürft mir in der Zeit Fragen stellen und ich beantworte euch die gegebenenfalls auch. Natürlich nicht alles. Aber wenn ihr einmal buzzert sozusagen pro Frage, seid ihr natürlich raus. Aber ihr habt halt Zeit, mit mir ein bisschen zu diskutieren oder halt Infos zu erfahren, weil die Fragen sehr, sehr, sind sehr schwer oder sehr spezifisch. Wozu brauche ich den Buzzer? Also ja, genau. Alle anderen Fragen sind Buzzer-Fragen. Also wenn ich zum Beispiel bei Wissenswert die 100er-Frage aufdecke, die gibt 100 Punkte, dann stelle ich euch die Frage und ihr könnt jederzeit buzzern und dann die Antwort geben. Und zum Buzzern müsst ihr die Seite offen haben, die ich euch geschickt habe, die eure Zuschauer natürlich nicht sehen sollen. Die habt ihr alle vor euch, ne? Ja. Ja. Genau, die Seite braucht ihr dann gleich, wenn ihr buzzern wollt. Doch, wenn wir die Antworten sehen, ne? Die habe ich dir nur geschickt. Ja. Achso, ja, okay. Du hast gesagt, jede dritte Frage darf ich. Ja, 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 genau. Immer ein bisschen aufpassen. Also auf jeden Fall sind 7 Kategorien: Wissenswert, Besonderheiten, Attacken, Mythen, Pokédex, Zahlenwelt und Details. Nicht alle Kategorien sind direkt auf Anhieb erkennt anhand des Namens. Ein, zwei sind vielleicht auch ein bisschen sehr allgemein gehalten. Die Fragen werden schwieriger, je mehr Punkte sie geben. Wenn ihr falsch antwortet, bekommt ihr Minuspunkte anhand der Frage, also wenn die 100-Punkte-Frage falsch beantwortet wurde, gibt es 100 Minuten natürlich auch. Habt ihr sonst noch Fragen? Bedeutet das, nur rein für, den Highscore allgemein bei der Game Show, ja, dass ich mit einer fehlerhaft beantworteten 100er-Frage am Ende, wenn ich minus 100 Punkte habe, Wex-Rekord von minus 17 geschlagen habe? Wex hätte, wenn da auch eine falsche Antwort minus 100 Punkte, das waren ja einzelne Punkte, dann hätte er minus 100. Also, nee, oder minus 17.000, was auch immer, ja. Nein, ich werde so. Achso, ihr seht übrigens, bei Mythen sind die Punkte anders. Da sind 3 250er und 2 500er Fragen drin. Die Kategorie ist sehr speziell. Ich glaube, die Fragen sind alle schwer. Was mache ich hier? Ich glaube, was mache ich hier? Ich weiß nicht, wo man da Mythen drankommt. Warum bin ich hier? Aber lasst euch jetzt nicht unterkriegen. Ja, das wird ganz einfach. Wir müssen, vielleicht wird mir technisch ein, zwei Fehler passieren. Ich muss auch erstmal mit dem Format hier klarkommen. Ist ein bisschen anders als unsere letzten Quiz. Ich schreibe mir eine Zahl zwischen 1 und 10 auf und ihr antwortet alle gleichzeitig. Und die Zahl, die am nächsten dran ist oder getroffen hat, der fängt an. Sagt mir eine Zahl zwischen 1 und 10. In 7. 3. Ach so, nee. In 3, 2, 1, jetzt. 3. 7. Hey. Ich habe 5 gehört, wer war 5? Oh, ich habe 5 gesagt. Das war die 5. Miri. Das eigentlich gesagt. Ja, klar, ja, das ist meine Lieblingszahl. Miri, welche Frage
Und welche Punktzahl hättest du denn gern? Also ihr könnt übrigens gleich alle buzzern. Miri sucht einfach nur die Frage aus. Ich suche eine schöne Frage. Und Balui, Tipp an dich, wenn du die Frage nochmal vorgelesen haben möchtest, langsam kannst du mit Leertaste die Funktion starten. Miri, was möchtest du aufgedeckt haben? Ich möchte Zahlenwelt 200. Oh, Zahlenwelt 200. Ich krieg jetzt schon einen Herzinfarkt. Okay, das ist eine Buzzer-Frage. Ich stelle sie euch jetzt. Dann blende ich sie ein. Also ich lese erst vor, dann blende ich sie auch nochmal ein. Ihr könnt jederzeit buzzern. Wir können es mal testen. Ihr könnt es einmal alle testen, ob euer Buzzer funktioniert, der Reihe nach kurz. Kann mal einer drücken? Das ist noch nicht freigegeben. Frei. Okay, gut. Dann, das ist wichtig gewesen, weil dann muss ich sie erst anzeigen, dass ihr sie drücken könnt. Okay, die Frage lautet, wie groß sind die meisten Pokémon? Leertaste für die nächste Zeile für Beispielbilder übrigens. Was für Beispielbilder? Nein, es gibt keine Beispielbilder. Wenn du Leertaste drückst, kommen Beispielbilder. Wie groß sind die meisten Pokémon? Was will er denn genau wissen? Die Größe. Meter? Ja, das Durchschnitt. Nee, die meisten, nicht den Durchschnitt. Die meisten Himmelswind. Es gibt wirklich eine Zahl, die sticht extrem raus. Items. Das ist die Höhe von 1,10 Meter. Das ist nicht die Höhe von 1,10 Meter. Ich drück da nichts auf. Ich werde einfach gar nicht drücken. Ja, du kannst den Buzzer einfach mit Leertaste sperren, Blauli. Ja, ihr wisst jetzt schon mal, in welche Richtung das heute geht. Nun. Ich denke aber, dass diese Frage, also ich werde sie gleich für euch auflösen. Oh, Sammy. Ist es auf ein... Achso, ich darf ja keine Fragen stellen, gell? Nee, no, nein, aber was möchtest du denn sagen? 1,50. 1,50 Meter. Sind die meisten Pokémon 1,50 Meter? Nein, sind sie leider nicht. Ich nehme dann mal an, ihr wollt wahrscheinlich nicht mehr buzzern, weil wenn man es weiß, hätte man hier wahrscheinlich gedrückt. Ich erzähl's euch mal. Die meisten Pokémon sind 0,6 Meter groß und das sind wirklich unzählige. Das ist gefühlt die normale Maßeinheit für Pokémon. Es gibt ein paar Pokémon, die größer sind, also auch dann extrem viel größer, aber es gibt gefühlt mehrere hundert, die 0,6 Meter groß sind. Wie zum Beispiel alle Starter-Pokémon. Außer Endivier. Ja, ist klar. Habe ich eine gute Frage ausgewählt. Wenn das eine 200-Punkte-Frage ist. Aufgefallen ist mir, dass das erste Mal, als ich Pokémon-Karten geöffnet habe, Items. Weil ich weiß, dass Items viele Pokémon-Karten aufmacht. Bei den meisten Pokémon steht einfach wirklich, dass sie 0,6 Meter groß sind. Da frage ich mich, warum es das einfach draufsteht, wenn eh alle Pokémon gleich groß sind. Ich werde mal beim nächsten Mal. Und sowas hab ich gedacht, ja, aber. Bei den Pokémon-Karten unter dem Bild. Ich hab doch noch hier unter dem Bild, das lese ich ja. Ja, wenn ihr da. Sein Beispiel hat nicht funktioniert. Was hast du da? 1,3 Meter Kolossant. Ich sage ja 1,10. Ja, ich habe hier Enigma mit 0,2. Heißt das eigentlich, dass Balui theoretisch nicht fast 2 Meter groß ist, sondern 2,7 Pokémon groß ist? Okay. Es gibt vielleicht auch Fragen, die mehr Punkte geben und leichter sind. Aber wir nehmen die mal mit toll, rein. So, danke. Miri, die Reihenfolge übrigens, wir wählen die Fragen nacheinander aus. Es wäre Balui, Items, Miri, Sammy. Da Miri dran war, ist jetzt Sammy dran. Also, sagen Miri war der Startpunkt. Besonderheiten 300. Ah, ich kenne schon eine Besonderheit. Die ist ich find's auch echt gut, dass ihr nicht bei den 100er-Fragen anfangt. Das die 100er-Fragen sind wieder zum Abschöpfen. Aber dass ich nicht am dran bin. Vielleicht, wenn ich das rauskristallisiert und die Fragen werden doch so schwer, dann ändern wir ein bisschen was. Aber ich möchte von euch gerne wissen, was macht Zapladin und seine Entwicklungen einzigartig, wenn nicht sogar overpowered? Items. Sie haben keine Schwäche. Ich lasse das durchgehen. Sie sind Elektrowasser, oder? Und damit fällt schon mal die Pflanzenschwäche weg durch Elektro.
Und es fällt die Blitzschwäche weg durch Elektro? Also, dass es keine Schwäche hat, ist die richtige Antwort. Zapladin ist seit Generation 6 das einzige Pokémon, die einzige Entwicklungsreihe ohne Schwäche. Aufgrund von Schwebe wird selbst Boden gekontert. Oh, wild! Wow! Bis zu Generation 5 gab es noch zwei weitere Pokémon ohne Schwäche. Ich glaube, das war Zubiris und irgendwas mit Pipok. Geist. Geist. War's. Genau, weil die Geist und Fee, oder? Fee. Ja, ja. Und dann kam Fee und hat das zerstört. Aber bis dato haben wir dann einfach nur noch Zapladin. Ohne Schwäche. Gut, Katze, woher weißt du denn sowas? Ich spiele da regelmäßig gegen eine sehr, sehr gute Pokémon-Spielerin mit einem Teammate, das ab und zu mal auch von mir umgebracht wird. Und die hat jemanden dabei, ich bin mir nicht ganz sicher, der gehört normal in die Wilhelma. Aber wir sind da kompetitiv unterwegs, ja. Redest du nicht schlecht. Gegen mich? Baloui, ja, was möchtest du denn? Was ich möchte, auch, ja. Ich nehme Details 100. Details 100. Ihr seht jetzt gleich ein Bild. Okay. Und ich möchte von euch wissen, welche Besonderheiten man diesem Bild entnehmen kann. Es sind mehrere drauf. Ich möchte aber zwei wichtige Details. Sammy. Ach, Mist, zu langsam. Ich habe gebast? Ja. Ja. Hast du Leertaste gedrückt? Das hat funktioniert. Nein. Moment, wenn du nicht buzzern wolltest, dann gebe ich noch mal frei. Ich gebe es noch mal frei. Ich habe die Hände weg. Ja, ich nehme es. Man darf nicht. Ey! Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Man darf nicht Leertaste drücken. Leertaste ist buzzern, wenn du auf der Seite bist. Ich wollte dich vorhin reinbaiten. Items, was? Leertaste ist buzzern, ja, aber genau. Items, was möchtest du wissen? Einmal die Farbgebung hier von den Legendären. Arcani mit drauf, was zu Anfang als Legendäres geplant war, aber dann nicht mehr als Legendäres weitergeführt wurde, sondern das Normale ist. Ist also ein Semi-Legendary, so ein bisschen in der Lore. Außerdem ist die farbliche Zuordnung zu den Elementen nicht richtig, weil Zapdos in dem Fall nicht gelb ist, sondern grün. Das kann ich in dem Fall nicht durchgehen lassen. Das ist nicht das, was ich hören möchte. Aha, okay. Was, das war auch das Einzige, was mir aufgefallen ist. Also, wie gesagt, ich sage nur, wenn es richtig, wenn zwei wichtige Details hier richtig sind, zwei wichtige Fakten. Es ist, um das nochmal kurz klarzustellen, es ist natürlich richtig, dass Zapdos hier eher grün als gelb ist, aber das ist nicht das, warum es da ist. Das ist nicht das, wieso dieses Bild so aussieht, wie es aussieht. Das ist einfach nur ein gewollter Fehler. Möchte denn noch jemand sein Glück versuchen? Ich möchte aber mal kurz anmerken, vielleicht darf ich das ja sagen, dass das mit den Farben gar nicht so schlecht ist. Ja. Ich halte hier gleich eine Abschlussprüfung für die Hauptschule über das Thema. Alter. Und ich wollte am Anfang alle drei Details haben. Drei? Es gibt drei, ich möchte aber nur zwei hören und es ist mir egal, welche beiden. Das ist das Windows-Logo. Ja, aber das wird's nicht sein. Das kann man mal der holen. Das ist aber auch richtig, ne? Ich finde, das ein wichtiger Fakt. Das ist aber nicht. Soll ich's euch erzählen? Ja, bitte. Bevor ich es einblende, weil der dritte Fakt noch mit dabei ist, möchte ich es lieber so erzählen. Es ist richtig, dass Arcani hier mit drauf ist, mit Arctos Zapdos Labrados und ursprünglich als legendäres Pokémon geplant war. Das hat ein bisschen mit der chinesischen Mythologie zu tun. Und auch auf den ersten Karten im Trading Card Game ist es so, dass Arcani sogar noch Legendary Pokémon unter dem Bild stehen hat. Also Arcani war als legendäres Pokémon geplant, ist es aber nicht geworden. Die zweite Besonderheit ist, das ist Gen 1, die rote Edition. Blaue Edition, die grüne Edition und die gelbe Edition. Und dazu kommt, im Englischen haben alle vier Pokémon eine Zahl im Namen. Arctic, Uno, Zapdos, Moltres und Arcanine. Also, da möchte ich kurz probieren an der Stelle. Okay. Also, das Windows-Logo hätte ich in dem Fall noch gelten lassen. Ich glaube, wir nehmen die Kategorie nicht nochmal. Ey, das ist ein Profi-Quiz. Entschuldige. Ich wollte doch nur hören, dass das die Farben der ersten Gen sind. Das mit den Zahlen war Bonus. Ich
verstehe, ich verstehe. Also das war obendrauf, ja. Ich glaube, mein Internet laggt. Ich sehe schon eine gute Reihe in diesem Profi-Quiz, dass die Fragen einfach so übertrieben schwer sind, dass das eigentlich wieder ganz witzig ist. Du musst dir mal überlegen, ich habe gerade 0 Punkte gemacht, obwohl ich nur die Wahrheit gespittet habe. Ne? Ja. Ziemliche Frechheit so. Ja, aber ey, Items, du warst knapp dran, also muss man sagen. Also, Items. Ich hätte genau das Gleiche gesagt, ne? Items, das war nicht schlecht, muss man fairerweise sagen. Du warst da gut dabei, ja. Bin froh, dass für die Leute, die schlechter sehen, wenn du in das Bild reinklickst, kannst du zoomen, das ist kein Bild. Also du siehst dann das Bild größer. Aber du musst damit Leertaste bestätigen, weil der Buzzer sonst nicht richtig gedrückt werden kann. Items, du darfst aber jetzt eine dieser fantastischen Fragen raussuchen. Ich will nicht. Doch, weißt du was? Wenn ich jetzt so eine schöne... Gibt's sowas, wo Baloui die auf jeden Fall beantworten muss? Ich nehme den Joker, falls es den gibt. Nein. Weißt du, wenn das gerade sowas Einfaches bei Details war, dann würde ich jetzt gern Detail 400 haben. Detail 400, warte, ich guck selber erst. Oh, das ist eine gute, das ist super. Ja, also, das ist eine sehr gute. Ja. Sehe ich mich. Okay, Regi Gigas ist der Anführer der legendären Giganten. Nennt mir doch drei dieser Giganten in einer für dich sinnigen Reihenfolge. Da ist ein Bait drin. Nein, eigentlich absolut nicht. Sammy. Regi Rock, Regi Eis, Regi Stil. Das ist absolut richtig, denn die Augen von Regi Gigas, von oben nach unten gesehen, sind die Augen von Regi Rock, Regi Eis und Regi Stil. War das Zufall, Sammy? Nee, ich glaube, in Arceus muss man den Augen nachlaufen in dem einen Tempel. Und da war das in der Reihenfolge. Danach bin ich gegangen. Das ist genau richtig. Man sieht bei Regi Gigas auf dem Körper, aber auch oben die braunen Augen für Regi Rock, die blauen Augen für Regi Eis und die silbernen Augen für Regi Stil. Nicht schlecht. Da seht ihr, hä? Profi. Darauf habe ich noch nie geachtet. Deswegen ist es ein Detail. Ja, deswegen ist es ein Detail. Genau. Wow, gut gemacht. Wow. Miri. Ich nehme Pokédex 100. Okay, das gewinne ich. Bart möchte sagen, die Nummer 7. Pokédex 100. Hört mir genau zu. Ich werde es schnell, also auch, dass ihr buzzern könnt. Mauzi und Pikachu sind wie Katz und Maus. Welche Pokédex-Nummern haben sie? Sind wir in der Schule Vokabeln auswendig lernen oder was? Ist das okay, wenn ich währenddessen jetzt einfach meine Steuern mache dann? Oder? Ich hatte doch hier vorhin einen Pikachu liegen. Warte, ich hole mir die Karte wieder. Ja, weil also, die Karte auch bestimmt also, die Pokédex-Nummer drauf hat. Nun. Ist ja auch eine Fangfrage, muss man dazu sagen. Es ist eine. Die Fragestellung. Du hast hier nicht gesagt, ob die Urspiele oder der National Dex zum Beispiel. Die Fragestellung gibt den Hinweis. Wie viele Punkte waren das? Sagenhaft 100. Ich habe jetzt gebuzzert. Ich habe gedrückt. Oh, Moment. Dann gebe ich das mal weiter. Baloui hat es ist ja nicht schlimm. Das heißt, Baloui hat gebuzzert, Sammy hat nicht gebuzzert. Smile, du hörst ja gerade zu. Können wir das noch mal checken? Baloui, was willst du sagen? Ja, weiß nicht. Wenn du sowas wie Kassel machst, ich rate jetzt einfach rein. Sowas wie 13 und 31 zum Beispiel. Es ist natürlich nicht 13 und 31. Ja, aber hätte sein können. Aber ich fand das gar nicht so schlecht, ja. Ich muss sagen, ach komm, scheiß drauf. Ich wäre nämlich ähnlich gegangen mit 23 und 32. Das ist leider auch nicht richtig. Den Pokédex-Eintrag von Pikachu gibt aber auch das McDonald's-Kartenset ein. Genau, Katze, warum weißt du das denn nicht? Kein Problem, mach ich auch. Nun, also Pokédex-Nummern,
Das ist wie Vokabeln in der Schule. Ansonsten nach der Frage, Baloui, musst du auch einmal neu raus und reingehen, weil auch deine Nummer sozusagen vertauscht war. Kein Pikachu gezogen. Dann verrate ich es euch. Ihr lagt echt, ihr wart gut dabei. Die Pokédex-Einträge von Pikachu und Mauzi sind 25 und 52. Euer Gedankengang war richtig. Nicht schlecht. Es war im 20er-Bereich. In dem letzten McDonald's-Set gab es 8 Generationen von Starter-Pokémon und Pikachu. Und damit ist Pikachu als Karte 25 auch auf seiner Pokédex-Nummer gelandet. Ich habe jetzt vielleicht gedacht, nach den Startern Pikachu ziemlich früh am Anfang so, deswegen 12, 1, 2, ja, weiß ich nicht, so in dem Dreh gedacht, aber dass es erst so spät kommt. Baloui, so, ich soll jetzt was machen? Du mal einmal F5 drücken, ja, genau. Mit dem Tipp, den du gerade am Ende gegeben hast, dass es die gleiche Nummer im Kartensatz hätte, hätte ich so übrigens gewusst, dass es 225 hat. Also, ich dachte, habe ich halt die Kategorien nicht mehr, ne? Ja, Moment. Du hast jetzt, siehst gerade nichts, ne? Genau, ich sehe nur das Pokémon-Profi-Quiz. Jetzt sehe ich wieder alles. Du siehst jetzt wieder alles. Ich gehe ganz kurz in dieselbe Frage rein, die wir schon hatten. Es geht mir nur darum, könnt ihr, Baloui, kannst du mal buzzern? Miri? Items? Und Sammy? Ja. Alle Minuspunkte, keiner hat die richtige Antwort. Und keiner. Und da habt ihr das alle wieder vergessen mit Zapfladin. Schade. Schlimm. Nee. aber ich dachte, wenn man die Pokédex-Nummer von Pikachu kennt, ist der Katz-und-Maus-Hinweis. Ihr hattet ja mit 13, 31 und 23, 32, war ja schon gut dran. Ja. Also Mauzi auf 31 sehe ich aber auch, ist ein 31er. Ja, ich wusste, dass Pikachu zwischen 23 und 27 ist. Und dachte mir aber, Mauzi auf 50 ist zu hoch, deswegen wollte ich das ja Pokédex es ist ja Pokédex 100, bitte. Ich krieg so Bauchschmerzen gerade. Die Frage ausgewählt hatte ich. Miri. Dann ist Sammy wieder. Geh mal auf, Attacken 200. Attacken. Let's go. 200. Keiner traut sich jetzt weiter hoch. Ja, wir haben hier was. In welchem Szenario kann die Attacke Heilopfer fehlschlagen? Miri? Wenn es kein weiteres Pokémon im Team gibt. Die Antwort von Miri ist richtig. Die Attacke schlägt fehl, wenn das ausführende Pokémon das letzte im Team ist. Ich wollte Miri, das Scheiß Heilopfer. Sehr schön. Das war Attacken 300, oder? Ne, warte, 200. Attacken 200. Jetzt bin ich traurig. Das war die einzige Frage im ganzen Damit kennt sich Baloui aus, als er seinen Scharnierer mit Heilopfer random spielte, das voll HP war. Das war schön. Mann. Sehr schön. Baloui. Wissenswert 300. Wissenswert, Baloui. Lernen wir mal was jetzt. Ja. Das ist vielleicht wirklich was. Rettern und Arbok lassen sich sowohl vorwärts als auch rückwärts lesen. Die Namen ergeben also einen Sinn. Wie ist der Fachbegriff für diese Wörter? Oh nein. Sammy? War das ein Anagramm? Das ist leider kein Anagramm. Aber dann. Items. Dann ist meine Eselsbrücke entweder. Ist das ein Palindrom? Das ist richtig. Es handelt sich dabei um ein Palindrom, denn es geht nicht darum, dass das Wort vorwärts und rückwärts gleich gelesen kann oder die Buchstaben da drinnen ein anderes Wort ergeben. Das funktioniert natürlich auch. Es geht wirklich darum, wenn das Wort vorwärts und rückwärts gelesen werden kann, ohne dass es unbedingt den gleichen Sinn ergibt. Also es kann vorwärts und rückwärts was komplett anderes bedeuten. Und es gibt sogar ganze Sätze, die sogar Wort- und Leertasten übergreifend funktionieren könnten. Also ein Esel liest nie. Ich war im Übrigen noch dabei, Rettern rückwärts in meinem Kopf zu sortieren. Ich habe das die ganze Zeit mit Lagerregal verglichen. So, wie kann man denn Rettern wie Lagerregal lesen? Das geht doch, weil das ist doch ein anderer Buchstabe. Das ist doch gar kein Ärger. Wie hast du mittlerweile denn die Lösung, oder soll ich dich erleuchten? Nee, ich hab's jetzt auch verstanden. Nee, weil das Nasser, das muss ich natürlich. Wie ist es mit Arbok? Und Cobra habe ich jetzt auch.
Baloui lernt heute richtig was. Ja. Das ist für ihn. Ich war so bei Sammy, nur habe ich leider nicht hingekriegt, Rettern wie ein Anagramm zu lesen. Das hat nicht funktioniert. Das ist, hätte Sammy Anagramm nicht rausgenommen, hätte ich es auch nicht gewusst. Es war 50-50. Ja. Wer hatte das ausgesucht? Baloui, oder? Ja. Dann ist Items wieder dran. Oh nein, tu es nicht. Mythen, das zweite, 250. Okay. Oh, der ist gut. Sehr gut. Meryl ist in der zweiten Pokémon. Meryl ist ein Pokémon der zweiten Pokémon-Generation. Aber unter welchem Namen haben wir Meryl kennengelernt und wie kam das zustande? Ich glaube, wer das je gehört hat, wird es nie vergessen haben. War das im Anime? Ja, im Anime haben sie es Mewtwo genannt. Was? Ja. Warum? Ich weiß nicht, das war, glaube ich, ein Übersetzungsfehler. Hä, bin ich doof? Ich will doch die Punkte nicht, dann habe ich eine ungerade Punktzahl. 550 sieht voll doof aus. Buzzer doch du. Du weißt doch die Lösung jetzt auch. Ja, aber ich glaube deiner Lösung nicht. Ja, siehste. Und damit wird niemand mehr die richtige Lösung geben. So einfach ist die Sache nämlich. Ah. Wir können es gerne so machen, dass die Mythenfragen, wenn ihr sie beantworten wollt, keine Minuspunkte geben, damit ihr alle einmal raten könnt. Aber jeder, der buzzert, ist erst wieder dran, wenn alle anderen einmal geglückt haben. Was möchtest du sagen, Items? Ich kenne Meryl als Blue Pikachu. Aber ich weiß nicht, ob sie das auch gesagt haben. Das kann ich so nicht akzeptieren. Das ist inakzeptabel. Was ist denn ein Blue Pikachu? Ein blaues Pikachu! Das andere heißt auch nicht Gelpachu oder so. Nee, das heißt Pikachu. Gelpachu, auch gut. Ja. Ich denke, muss sagen, beim Anime bin ich sehr raus. Naja, das muss nicht unbedingt mit dem Anime zu tun haben. Das ist etwas, okay. Also wenn ihr es gleich hört, es wäre eine Frage, wenn ihr es je gehört habt, dann hättet ihr es direkt gewusst. Soll ich es auflösen? Wollt ihr raten? Also. Ich bin ratlos. Ich wüsste nicht, was ich da raten soll. Ich auch nicht. Okay. Ich hätte vielleicht noch gesagt, dass es vielleicht schon in der ersten, also weil du es geschrieben hast, dass es in der zweiten, aus der zweiten Generation dazugekommen ist, dass es vielleicht schon im Anime gezeigt wurde, obwohl das Anime noch in der ersten Generation spielte. So hätte ich vielleicht spekuliert, aber trotzdem keine Erklärung. Das ist auch nicht schlecht. Und auch das von Items war nicht wirklich schlecht. Gegebenenfalls, abhängig davon, wo man wohnt, wäre das vielleicht sogar richtig gewesen. Denn wir kennen Meryl unter dem Namen Pika Blue. Bei mir im Chat haben es auch sehr viele schon geschrieben. Und das liegt einfach daran, dass Internet in den 90ern noch nicht so verbreitet war und Informationen erreichten uns viel langsamer als heute. Meryl war bereits im japanischen Fernsehen zu sehen, bevor Japan überhaupt die zweite Generation an Spielen bekommen hat. Bei den ersten Bildern von Meryl sind wir also davon ausgegangen, dass es irgendeinen Bezug zu Pikachu haben müsste. Es gab unzählige Gerüchte, wie man Pikachu zu Pika Blue entwickeln könnte. Und das Gerücht wurde perfekt, als der Name Pika Blue auf den Topps-Karten zu lesen war. Es gibt wirklich Topps-Karten, wo Meryl als Pika Blue draufsteht. Offizielle Karten. Oh. Also mit meiner falschen Antwort lag ich sehr im du warst? Im richtigen Feld. Ja, ne? Auf jeden also, Fall. Hattest du es gehört damals? Also, ich glaube nicht, dass ich es damals gehört habe. Also, ich weiß, dass Meryl ja als ein Pikachu für die zweite, also es gibt ja so in jeder Edition die Pikachu-Ersatz. Ja. Und Meryl war da halt so geplant und ich habe halt irgendwo im Kopf gehabt, dass es eben Pika Blue vielleicht aus dem Englischen oder sowas. Aus dem ja, Video das Blue Pikachu war nicht schlecht, aber dann hättest du mir jetzt noch gesagt, warum? Oder irgendwas erzählt, dann. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur gesagt, das ist der Stand-in für Pikachu gewesen. Dass ich das richtig verstehe. Du schreibst hier, Meryl war im japanischen Fernsehen zu sehen, obwohl die noch nicht die zweiten Gens bei ja, die sich Spiele, selber hatten, oder? Genau, die Spiele waren. Kamen ja später. Nee, also wir hatten. Bei denen. Genau, wir haben, damit Infos aus Japan damals zu uns rüberkamen, sind es meistens irgendwelche ganz, ganz schlechten Bilder oder Infos. Über die langsamsten Internetseiten überhaupt. Hier steht, dass in Japan die zweite Generation. Ja, die hatten das noch nicht. Das war im Fernsehen schon zu sehen, aber es hatte da noch keinen Namen. Es war im Hintergrund, es war mal so mit, es lief mal da so rum, aber hatte noch keinen. Ich will hier gerade 20 Fun Facts droppen, aber ich habe Angst, dass die als Fragen kommen. Ja, bitte nicht. Das sind Gerüchte und Mythen. Wir haben noch viel zu tun. Ich droppe die alle später dann. Ich schreibe die einfach auf während des Moments.
Gut, dann lassen wir Mythen mal so, dass es keine Minuspunkte für euch gibt und jeder darf mir eine Antwort geben. Bei den 500 Fragen könnt ihr mir sogar noch Fragen stellen. Miri. In die ganz falsche Richtung. Ich schon wieder. Wir haben jetzt alle Kategorien, ne? Dann nehme ich wissenswert 100. Wissenswert 100. Na, das ist doch mal was. Jede Pokémon-Generation hat seinen eigenen Professor. Nenne mir 4 Namen aus unterschiedlichen Generationen. Ich komme nur auf 3. Mist. Wieso weiß ich die nicht? Ich fühle mich wie bei Stadt, Land, Fluss, wenn was einem plötzlich nichts mehr mit dem Buchstaben einfällt. Es gibt so viele. Hast du das letzte? Das Problem ist, ich habe nicht so viele gespielt. Ich habe halt legit nur 4 gespielt und mir fällt gerade das letzte. Ich komme mir so dumm vor. Also, ihr kennt den Professor nicht. Ja, doch, doch. Ich meine, wie gesagt, die 3 kann ich dir sofort sagen. Ja, die 3 kennt man immer. Hatten wir auch, als wir die Frage getestet haben. Ja. 3 war es nicht schwer. Bei mir im Chat wird gerade gefragt, ob Items keine Minuspunkte bekommt. Nein, wir machen bei den Mythen die Minuspunkte raus. Das sind Pluspunkte-Fragen, damit die Leute überhaupt riskieren, was zu raten. Sonst, da los, Chat, mir einfach Punkte weggeben. Ja, ich verstehe es, ich verstehe es. Balui! Professor Eich, das ist nicht so schwierig. Ja. Dann Professor Platan, den weiß ich noch, glaube ich. Okay. Wenn er richtig ist. Dann Bäume. Gab's Eibe? Birke hatte ich schon das. Nee, doch, Birke. Ich sag einfach Birke, Eibe, Platan und Eich. Und mehr weiß ich nicht. Ich gebe dir die Chance, einen Namen nochmal abzuändern. Toll. abzuändern, nicht auszutauschen. Heißt denn nicht Eibe? Alp nur? Nee, keine Ahnung. Ich. Ich weiß nicht, welcher falsch ist. 3, 2, 1. Was willst du ändern? Also, Professor Eich, Professor Birke, Professor Bratan und Professor. Was habe ich jetzt zuletzt gesagt? Scheiße! Balui, ich muss die Frage leider wieder freigeben. Sammy. Eich, Birk, Eibe und Platan. Das ist richtig. Es war Professor Birk, nicht Birke. Ach Gott, Buchstaben. Es gibt Professor Eich, Lind und Birk. Da wurde das Lind. E am Ende weggelassen. Also bei Eiche, Linde und Birke. Und toll. Erst danach haben sie das irgendwie einfach nicht mehr gemacht. Danach war es Eibe, Esche, Platan, Kukui, Magnolika und Larven. Die ersten 3 hätte ich gewusst. Ich war letzten 3 Tagen egal. Als Balui Platan gesagt hatte, dachte ich, wenn er jetzt falsch liegt, drücken alle anderen. Weil alle kennen Eich, Lind und Birk. Das Ding ist, ich war mir unsicher, also ich meine, ich kannte Kukui aus dem Anime, aber ich war mir nicht sicher, ob der so in den Games war. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Ich meine, da stand ja auch nicht Pokémon-Professor, wir hätten ja auch einfach Pyro nehmen können, der war auch ein Professor. Ich glaube, die Doppelprofessoren zum Beispiel fehlen ja noch aus Schwert und Schild, nicht der am Anfang, sondern die in der Station und vielleicht hätte ich auch die beiden neuen schon gelten lassen, aber da kenne ich gerade die Namen nicht. Ja, ich auch nicht. Ich werde die auch niemals lernen. aber Balui, geben und dann gehen. Das war trotzdem gut. Ja, muss man ja mal, muss man sagen, das war nicht. Ja, das war beeindruckend. Ja. Ja, komm, ey. Platan war gut, dass du auf Platan kamst, ja. Ich weiß nicht warum, aber den hatte ich die ganze Zeit, mit dem hatte ich irgendwie vielleicht aus dem Let's Play noch oder was. Entschuldigt bitte, dass ich wieder vergessen habe, wer ausgewählt hat. War das Miri? Ja. Dann Sammy, bitte. Gibt es eine, wo wir noch nicht hatten? Nee. Dann gehen wir, komm, der Dalu, der möchte doch endlich, dass wir ihm Fragen stellen, deswegen gehen wir auf wissenswert 500. Wissenswert 500. 500.
Dazu werde ich gleich einen 5-Minuten-Timer stellen. Ihr könnt ein paar Fragen stellen. Wer von euch, also ich werde natürlich nicht alles beantworten, alles so ein bisschen, wie es passt. Ja, und so, wie ich es auch beantworten kann. Wer von euch buzzert, kann natürlich antworten. Ihr kriegt keine Minuspunkte, aber die Person darf erst wieder buzzern, wenn alle anderen drei auch eine Antwort gegeben haben. Das heißt, ihr habt nur eine Chance eigentlich. Die Frage ist, in welchem Bezug stehen denn Kogita, Volo und Cynthia zu den Seegeistern? Ihr könnt, fragt mich was. Wisst ihr überhaupt, wer die drei sind? Ja. Sind wer ist das, Item? Also Cynthia ist jemand, den wir alle kennen und lieben. Und das ist eine Person, die sich irgendwann gedacht hat, ich werde Pokémon-Champ und zerstöre 12-Jährige. aber Volo war doch, jetzt kann ich mich auch irren, aber wenn ich mich nicht täusche, war Volo doch der Endgame-Gegner sozusagen von Arceus? Ja, das stimmt. Volo, ja. Und auch ihr Vorfahre, glaube ich. Genau. Und ich glaube, das wäre meine Antwort. Dann passt er nicht. Was möchtest du mir sagen? Die haben alle dieselbe Frisur. Also jeder hat eine Frisur von dem anderen. Das ist sehr interessant. Was? Aber das ist klar. Das macht keinen Sinn. Doch, Volo hat, vor allem, die tragen doch einen Hut. Volo und Kogita tragen noch eine Hut. Und von wem hat der die Frisur? Von? Nein, das ist, also es gibt einen Seegeist, der hat die ganze Zeit die Mütze auf. Und wenn man dem die Mütze runtersprengt, dann ist er auch so ein großes Ding. Okay, aber ihr habt doch gerade schon was gesagt. Dass die verwandt sind. Die sind wahrscheinlich alle, das ist wahrscheinlich irgendwie Verwandtschaft in der Familie und die haben halt sich zur Aufgabe gemacht, die Seegeister zu beschützen oder so und deswegen. Die leben sind in verschiedenen Zeitepochen, aber ja. Ja, aber die verschiedenen Zeitepochen, deswegen sind das die Vorfahren von den Vorfahren von den Vorfahren oder so. Dass die natürlich einen Bezug haben, ist offensichtlich, sonst wäre die Frage nicht da. Verwandtschaft ist es nicht. Es ist vielleicht einfach. Die Namen kann man so übersetzen, dass sie entsprechend der gleichen Bedeutung sind wie die drei verschiedenen Seegeister. Und kannst also, du mir dazu auch was nennen? Also fühlend, wissend und das andere irgendwas mit Stärke. Genau kann ich es leider nicht übersetzen. Lasse aber die Erklärung gelten. Das stimmt. Ich würde sagen, das war stabil, ja. Kogita ist lateinisch für ich weiß. Das habe ich erst vor kurzem gesehen. Und Selfe steht für die Weisheit. Volo ist lateinisch für ich will. Und Turbo steht für die Willenskraft. Und Cynthia bzw. Sentia ist lateinisch für ich fühle. Und Vesprit steht für die Gefühle. Oh. Angeber. Ich hatte mal Lateinunterricht. Ja, Angeber. Katze, man sieht Volo auch ohne Hut. Und der sieht nicht aus wie Turbo. Nee, aber dann sieht es aus, wie wenn Turbo auch der Hut abgezogen werden würde. Er wird Turbutz dann natürlich zu Giratina und er dann auch so ist. Naja. Sehr stark, sehr stark. Oh. Bild. Balui, minus 200 Punkte, stark von dir. Die Schnauze. Balui, bleib dran, da sind noch. Da sind, guck mal, das Feld ist doch noch voll. Nur das E. Ohne das E wäre Balui voll gut gewesen. Ja, das E. Vor allem für 100 Punkte hat Balui sich da mal richtig ins Zeug gelegt. Kompetent eine Frage zu beantworten, aber dabei so geredet hat wie ein Rentner. Also wirklich gestanden hat, als würde er gerade was zu essen bestellen. Balui. Jetzt, wo siehst du dich? Wo ich mich sehe? Ja. Wir sehen uns bei Pokédex 400. So. Pokédex 400. Ich habe Angst. Keimer noch hier, Lalo, ne? Nur oh ja, ja, das ist... Dankeschön, danke. Ihr solltet mich jetzt erst zu Ende reden lassen, wenn ihr vorher drückt. Ich garantiere für nicht. Im National Dex hat Krypuk die Nummer 442. Dabei würde eine andere Zahl viel besser zu dem Pokémon passen. In welchem regionalen Dex hat Krypuk die passende Zahl bekommen und welche ist es? Warum ändern die Zahlen? National Dex und Regional Dex ist natürlich ein Unterschied. Ja, ihr tut mir leid, ich habe die Zahlen auswendig gelernt von 1 bis 809 Millionen. Darum, wie viele Punkte waren das? 400.
Items. Miri macht dich fertig. Ach, ich riskiere das. Ich sage, das ist der Hisui-Dex aus Legend Arceus, den wir gebaut haben. Und er gleicht der Anzahl von den Seelen, die wir eingesammelt haben, um das Pokémon überhaupt freizuschalten. Also den Seelenfragmenten. Und wenn ich mich jetzt an die Zahl von den Seelenfragmenten erinnern könnte, würde ich die Punkte bekommen. Also muss ich an der Stelle jetzt raten und sage, wir mussten 112 Seelen finden. Das ist leider falsch. Oh nein, diese Seelen. Oh. Ist denn die Herangehensweise richtig? Kann ich jetzt ja nicht sagen, ne? Das wäre ja unfair gegenüber Items. Okay, Katze hat so wenig Punkte wie ich, das ist gut. Nein, nicht ganz. Das sind 100 Unterschied. Das ist. Das ist ein E-Unterschied. Ja, Schnauze. Sammy und ich sind zusammen so schlecht wie du, Lauli. Das Ding ist, ich glaube, ich weiß die Zahl, aber ich weiß, glaube ich, nicht den Dex. Du weißt die Zahl, aber nicht den Dex? Okay. Ja, aber das ist ja wahrscheinlich die Dex-Nummer, die Zahl. Ja, aber es gibt ja mehrere Decks. In welchem Krüppung regionalen Dex hat Krüppung die passende Zahl? Ach, du willst nur wissen, in welchem regionalen und Dex? Und welche die Zahl ist es? Und die Zahl. Da steht da nicht. Doch, also, da steht da. Ach, Mann. Aber Louis, brauchen Sie Ihre Medikamente? Ich gebe euch meine Brille. Gebe euch noch 10 Sekunden für noch buzzern. So viel Spannung. Und damit lösen wir auf. Was möchtest du sagen? Ja, was würdest du? Also was? Sind es 108? Die Zahl ist 108. Aber welcher Dex? Ich glaube, das war nicht der Hisuin. Nein, es ist nicht der Hisuin. Ah ja, dann. Das war der Fehlerkatze. War es tatsächlich dann Gen 4? Ich kann mir die Namen von den... Im Sinnoh-Dex hat Krüppuk die Nummer 108 bekommen. Ein Krüppuk wird durch den Zusammenschluss von 108 bösen Geistern erschaffen und wiegt nebenbei noch 108 Kilogramm. Und ist 0,6 Zentimeter groß. Ein Geist wiegt also ein Gramm. Also ein Geist wiegt ein Gramm, wenn das 108 Kilogramm schwer ist. Nein, ach so, ein Kilo. Sehr gut. Aber die Antwort, ich hätte die 108 und den Sinnoh-Dex hätte ich. Also lag ich ja nur völlig falsch. Also, nein, ja. Aber deine Herangehensweise war wieder richtig, Items. Also, ja. Du warst ja wieder. Das ist ja das Problem, was mein Mathelehrer dann in der Berufsschule war wieder hatte, nicht, ne? Schlecht, ja. Ich weiß nicht, wie sie auf die richtige Lösung gekommen sind, aber der Weg war falsch. Also es war schon wieder eigentlich nah dran, aber doch ganz falsch. Das ist, wenn man alles so weiß, nur nichts richtig. Das war Baluis Frage, oder? Das ist richtig. Items. Mensch. Hallo, weißt du, was ich bin neulich zum Bäcker gegangen, bin ich nicht, aber ich wollte eine Geschichte erzählen, da habe ich mir gedacht, Mythen 500 die erste, das wäre es jetzt. Und ich glaube, die nehme ich jetzt. 500 die erste. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, in Anführungsstrichen. Welche Auswirkung könnte der Kampf gegen Gary auf der MSN gehabt haben? Den Tod seines Ratzfratz, beziehungsweise Radikals. Items hat hier wirklich ein paar Mysterien gelesen. Denn nach dem Kampf gegen Gary auf der MSN nutzt dieser sein Radikal nicht mehr. Das nächste Treffen mit Gary findet im Pokémon-Turm in Lavandia statt. Im Pokémon-Turm werden verstorbene Pokémon beigesetzt und im Kampf gegen Gary fehlt sein Radikal. Ist es vielleicht gestorben? Schöne Geschichte. Ich habe Ratzfratz gehasst. Nachdem ich die Theorie gehört habe, war ich glücklich. Nicht schlecht. Ja, ich habe von der Theorie auch schon mal gehört, aber ich werde das jetzt nicht in der Verbindung dazu bekommen. Keine Chance. Nicht so viel denken, Baloui. Das machst du so auch nicht. Ja, toll, danke schön. Wie kann es sein, dass ich weniger denke und mehr Punkte habe? Weißt du, für mich ist das keine Schande, hier mit minus 2000 Punkten rauszukommen. Nee, ich fände das mit minus 2000 fände ich wirklich in Los, versuch das. Das wäre voll beeindruckend. Das ist, wir sind den Weg für dich montiert. Das sind 250er Fragen, gibt 500 Minus. Miri. Noch zwei 400er und eine 200er, Blauli. Miri, welche Frage darfst du?
Ich glaube, ich möchte die andere Mythen 500. Nein! Okay. Ich musste beide 500 geben, aber jetzt wird es ein klein bisschen schwieriger. Wenn Pikachu nicht das Maskottchen des Franchises geworden wäre, hätten wir sehr wahrscheinlich Pipi als Maskottchen bekommen. Welches Gerücht rankt sich denn um die Weiterentwicklung? Dass Pixie und Gengar zusammengehören. Also, dass die quasi zwei Seiten von einer Münze sind. Und dass Gengar quasi das Tote. Ist es das? Da wir hier schon eigentlich in der richtigen Richtung sind und ich nicht richtig oder falsch sagen kann, lasse ich es in dem Fall zählen. Die Weiterentwicklung von Pipi ist natürlich Pixie. Das Gerücht allerdings setzt Gengar mehr in den Fokus. Gengar wird im Pokédex als Schatten-Pokémon betitelt. Dazu kommt sein Name wohl von Gengar, was die Kurzform des japanischen Wortes Doppel-Rugenga, Doppelgänger ist. Die Bedeutung von Gengar würde sich auch mit Original Pictures übersetzen lassen. Wenn man aber davon ausgeht, dass eigentlich geplant war, dass Pipi zum Maskottchen der Reihe wird, könnte es sein, dass auch seine Weiterentwicklung eine größere Geschichte bekommen hätte und somit vielleicht auch die eines unheimlichen Doppelgängers. Ganz logisch. Natürlich, weiß man doch. Guck mal, die sehen voll gleich aus. Ja, ich hätte jetzt auch gedrückt. Ich hätte es auch gewusst. Also. Ja, ich war zu langsam, muss ich gestehen. Ja. Easy. Ich war beim Radikal dafür wissen zu nur langsam. Die wenigsten Leute übrigens, Balui würde gegen Gengar Flammenwurf einsetzen, weil Verbrennen, das gibt es sehr effektiv. Heilopfer. Und Mogelhieb. Zuerst Heilopfer und dann Mogelhieb. In der Reihenfolge. Das ist ein Kombo-Move. Ich bin hier einfach im falschen Film gelandet. Hol mich einer raus. Lauli, 200 Punkte minus, sehr gut. Würde ich Besonderheiten 200 machen. Besonderheiten 200. Welches Pokémon ist das erste und einzige Shiny, welches Ash jemals gefangen hat? Noctu. Entschuldigung. Die Antwort ist Noctu. Es wurde auf seiner Johto-Reise gefangen. Er hat danach nie wieder ein shiny Pokémon. Da weiß man, wie selten diese Scheißdinger sind. Er hat aber viele gesehen. Faszinierenderweise weiß ich das deswegen, weil ich eine Zusammenfassung von allen in Pokémon-Lore befindlichen Shiny, die jemals in der Folge aufgetaucht sind, gesehen habe. Und der Teil, wo er dann das Noctu gefangen hat, hat den Videoersteller so abgefuckt, weil er jetzt jede Folge, wo das Noctu drin war, mitzählen musste und das zeigen musste, sich super darüber geärgert hatte. Wisst ihr eigentlich, dass Dalo mir im Vorhinein geschrieben hat, ich soll mich bitte nicht auf das Quiz vorbereiten und ich solle bitte vorher nicht irgendwelche üben dafür. Wenn ihr nach wenn ihr YouTube-Videos guckt mit Fragen, Pokémon-spezifischen Fragen, hättet ihr die wahrscheinlich alle irgendwo gesehen, ja? Never ever. Ich musste ja auch Videos gucken. Ja. Nach Sammy? Doch. Ja, genau. Ja, Attacken 400 nehmen wir. Attacken 400. Road to minus 600 von Balloon. Nee, ich will, dass Miri gewinnt. Das ist mein Drift. Ihr müsst jetzt wieder genau zuhören, nicht, dass ihr zu früh drückt, wenn ihr es will. Flying Press ist eine sehr besondere Attacke im Pokémon-Universum. Welche beiden Pokémon können diese Attacke erlernen? Und was ist ihre Besonderheit? Es können nur zwei. Drei Pokémon im ganzen Universum. Eins ist einfach. Hey, wait a minute, wenn's. Das kann natürlich wieder tausendmal falsch sein. Ich meine, dass das Pokémon, dass das einzige eigentlich richtig erlernen kann, Resladeo ist. Und damit aber auch Mew das erlernen können müsste. Und das wäre das zweite. Mir würde der zweite Teil der Frage noch fehlen. Aber ich sage dir jetzt schon, es ist falsch. Nicht richtig. Ja, das ist doch. Kann das akzeptieren? Eigentlich hat er ja nicht Unrecht. Nein, er lernt. Erlernen ist ja auch wirklich wichtig. Aber wenn ihr doch alle das erste Pokémon kennt, dann müsste das zweite doch offensichtlich sein. Kennen wir das alle? Pokémon? Nein, es sind zwei. Die ich nicht kenne. Nein, also geht nicht um den Entwicklung.
Also so das erste war also richtig. Resladero ist also richtig. Habe ich nicht gesehen? Was du ja, sagst? Ja. Wenn ihr das, also, das, jeder wenn ihr das, so, das andere kennt, eigentlich auch jeder. Ich weiß, dass ich es irgendwo mal gesehen habe und mich gewundert habe, warum das noch ein anderes Pokémon konnte, aber ich weiß es nicht mehr, welches. Ich bin mal so fair. Also für die anderen, ja, ich hoffe, du verstehst das. Ja, ja. Was verbindet ihr denn mit Resladero? Als Pokémon. Was ist Resladero für ein Pokémon? Oh nein, wirklich das Pokémon? jetzt im Ernst, wo wir neulich noch drüber geredet haben, der Shiny sieht so scheiße aus und du meintest, das sieht gut aus? Weiß nicht. Was verbinde ich damit? Es kann fliegen. Was ist. An was erinnert ja, Resladero? Ja, Wrestling. Oh, nicht schlecht. Ich kenne kein anderes Wrestling-Pokémon. Nee, kein einziges Blau. Kein anderes? Nein, Wrestling. Dann gebe ich euch noch 10 Sekunden in der Hoffnung, dass vielleicht noch einer von euch ein anderes Wrestling-Pokémon kennt. Selbst wenn das Haschbrosche immer noch die Besonderheit, oder? Die Attacke kann nur von Resladero und der Katze. Wrestling-Pikachu erlernt werden. Was? Komm schon! Es besteht... Es besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass Farbigel das vielleicht könnte, aber richtig erlernen können es Resladero und Wrestling-Pikachu. Wrestling-Pikachu hat wirklich die Besonderheit, dass es einen Move lernen kann, den keine andere Form von Pikachu erlernen kann. Und die Besonderheit zusätzlich zu dem Angriff ist, es ist die einzige Attacke, die wirklich mit zwei Typen deklariert ist, Kampf und Flug, obwohl nur Kampf-Step hat in dem Fall. Aber es steht trotzdem Kampf und Flug dran. Wrestling-Pikachu. Wrestling-Pikachu, ja. Wir haben das Problem, das ist gegen die Regeln. Miri hasst Pikachu, hat sich deswegen nie damit beschäftigt. Das ist nicht fair. Ich möchte die Frage zurückgeben. Moment, Alter, was hättest du denn gedacht? El Fuego als andere Wrestler, ne? Ja, ist auch ein Wrestler, stimmt. Aber und wie gesagt, also ich bin mir immer noch sicher, wenn es irgendjemanden gibt, der diesen Move jemandem beibringt in irgendeinem Spiel, dann kann es Mew auch erlernen. Farbigel kann sich das auch klauen. Es ist aber nicht erlernt. Ja, aber was ist dann hier mit Metronom? Gelernt, ist schon ziemlich erlernt, was ist mit Metronom? Das ist auch nicht auch drin. Also, das ist die Antwort. Das ist eine Danokratie. Ja, wer war dran? Von wem war das? Was von Items? Nee. Ich weiß es gerade nicht. Wer hat die Frage gestellt? Ich muss mir das unbedingt merken. Ja, ich war das. Ja. Mensch, ich bin Malui. Habe ich Items schon Minuspunkte gegeben? Ja, hast du. Nee, hast du noch nicht. Zieh mal nochmal 400 Punkte. Items, ab, bitte, dann bist du wie ich. Also, ich möchte gerne die Zahlenwelt 400 sehen. Zahlenwelt 400? Oh. Das ist 2 plus 2. 4 geworden. Gib mir die Punkte. In Generation 2 kam das Breeding-Feature hinzu. Welche Besonderheit hatte das allererste Ei, welches ihr im Pokémon-Hort bekommt? Braucht man da eine genaue Zahl? Kommt drauf an, was du mir sagen möchtest, was ich durchgehen lasse. Das hatte eine höhere Shiny-Rate. Ich glaube 0,25 oder ein Viertel, irgendwas mit 2,5 war es. Nenn mir Prozente. Dann sage ich 25%. Das ist in dem Fall ist die Zahl sehr genau. Das ist schwer. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Ja, ich möchte hier wirklich leider die Zahl hören. Ich hoffe, das ist okay. Peace. Weil es ist sehr speziell. Eigentlich sehr einzigartig. Aber ich glaube, dadurch lenke ich euch jetzt zu viel ab. Ich glaube, ich lenke euch dadurch. Miris Antwort, muss man schon sagen, war sehr gut. Ja, wie darf man es ausrechnen? Nein. Du meinst, ob du jetzt handschriftlich notieren darfst? Shiny du hast Full Odds würde bedeuten, du hast, ich glaube, ja, das war halt, 1 zu 4, 6, 9. Ich weiß halt, was die Chance ist, glaube ich. Ja, rechne doch und dann buzzer und verlier Punkte, los.
Also es geht mir darum, ich sag's euch, weil mir hat das eigentlich schon richtig, aber in dem Fall ging es mir wirklich um die Prozente. Die Chance bei diesem Ei, ein shiny Pokémon zu bekommen, liegt bei 25% war also falsch. Das bedeutet aber, hier könnte man einfach frech reinraten, oder? Ja, aber du kannst aber auch einfach Minuspunkte bekommen. Also, wir haben alle Minuspunkte am Ende. Man verliert jeden Schuss, den man nicht take. Ne? Mhm. So kannst du, wie hoch ist denn die normale Shiny-Chance mit einem Ei? Das sind 4.196, oder? In Prozent. Da du willst Prozente. Ja, das wären dann 100%. Nach Dalus Rechnung ist ja auch Shiny Hunten theoretisch ein 50-50. Jetzt ist Shiny oder nicht. Aber ja. ich muss trotzdem aber sagen, einer im Chat hat richtig gesagt, wenn ich mir die Frage nochmal durchlese, ist Miris Antwort eigentlich richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gesagt habe, ich möchte die genaue Prozentzahl haben. In Generation 2 kam das Breeding Feature hinzu. Welche Besonderheit hat das allererste Ei, welches eben Pokémon hat bekommen? Miri hat gesagt, die Shiny-Chance ist erhöht. Also man könnte schon sagen, dass das stimmt. Und die Chance wäre 14%. Das Ei hat eine unglaublich hohe Shiny-Chance. Also cool. Die Chance, dass man in der zweiten Gen, wenn du das Spiel sozusagen das erste Mal spielst, ein Shiny-Pokémon bekommst, vor einem anderen bekannten Pokémon, ist echt hoch. Also, meinst du vor Shiny Rehorn? Bei mir war es nie Shiny und ich habe es ganz oft hintereinander ausprobiert. Das war traurig. 14% ist, wie kommt man auf die 14%? Das hat wer ausgerechnet. Durch 14. Ja, also Chat sagt auch nochmal, ich habe das erst danach gesagt. Also ja, Miri hat in dem Fall recht, die Shiny Chance von dem Ei ist. Ja. Okay. Gilt das auch für Soul Silver? Ich glaube nicht. Oh, stimmt, das wäre interessant zu wissen. Soul Silver könnte man es handeln dann. Wer war? Miri war das selbst, oder? Ich war gerade. Ja, sonst war das selbst auf mir. Ach, ich bin. Dann Besonderheiten 400. Was macht Baldur für Geräusche? Nee, keine Ahnung. Okay. Für welches Pokémon muss man Geld ausgeben, damit es seine Form verändert? Porygon. Das ist nicht richtig. Aber Porygon zu Porygon 2 ging nur über die Spielhalle. Form. Ja. Nicht entwickeln. Oh. Käufwaff beim Friseur. Die Antwort ist richtig. Ja. Käufwaff kann seine Form nur ändern, wenn man für 500 Pokédollar zum Friseur geht. Ich habe dieses Pokémon in meinem Leben noch nie gesehen. Dieses hässliche Scheißding. Das ist ein richtiger Nuzlocke-Killer, das Ding. Oh ja. Das ist ein richtiger Nuzlocke-Killer. Das hat mir mein halbes Team gekillt. Wir haben auch einen richtigen Nuzlocke-Killer, der ist links oben im Bild. Items ist so... Items... Items sind immer echt nah dran. Items sind immer gut dabei. Ja, jetzt sind wir mal realistisch. Ich meine, wenigstens habe ich jetzt minus 200 Punkte was gelernt und habe trotzdem den Mut, die falsche Antwort zu geben, damit andere Leute scheinen konnten. Ich bin hier der Support in der Runde. Ich hatte auch zuerst Porygon gesagt. Ja! Beim Friseur. Ich bin schon froh, dass Miri mich anscheinend bei Zaubertausch immer durchcarried. Also, dass man sieht das an den Punkten auf. Jetzt auf, also. Nicht nach 100 Jahren Zaubertausch. Nee, er dachte davor, das wäre Zufall. Immer. Ich krieg halt nie gute Pokémon. Es gibt nicht darum, aber wenn du die ganze Zeit Tiefschlag hast. Sammy. Nee, Mogelhieb. Mogelhieb auch, ja. Details 300. Details? Ja, die muss ich jetzt beantworten, damit ich vor Baloo bin. Oh nein, Details. Hört genau hin. Welche Version EU, NA oder JP von Pokémon Let's Go Pikachu oder Evoli ist hier zu sehen und warum? Ist das die deutsche, die amerikanische oder die japanische Version? Wichtiger aber ist, warum? Oh, ich will wieder drücken. Aber ich müsste raten. Aufs Klo vorher, bitte. Aufs Klo. Das ist, ich drücke. Okay. Also,
Das ist, meines Wissens handelt es sich hierbei auf dem Bild um Alabastia, also um den Startort. Und der Startort hat normalerweise links unten nicht diese NPC-Frau, sondern einen dicken Mann gehabt in den anderen Spielen. Und dieser nette, sehr freundliche, aber nicht ganz auf seinen Körper bedachte dicke Mann ist höchstwahrscheinlich in der japanischen Version rausgenommen worden, weil dort ausgetauscht wurde, um nicht mehr den dicken Mann da stehen zu haben. Das ist meine finale Antwort und jetzt kannst du mir die Punkte abziehen. Das ist leider falsch. Wenn die Erklärung nachher nicht so weit weg davon. Plausibel. Ich schreibe irgendwann eine Abhandlung über ein Thema, das ich nicht weiß und die Hälfte der Leute glaubt mir. Ich bin mir sehr sicher. Ich finde es wieder mal sehr gut, worauf Items so geachtet hat, aber das Bild muss ja irgendwie hergeben, warum es sich um Version X handelt. Ich kann alles auf dem Schild nicht lesen, das ist mir egal, wo es herkommt. Ja, das ist die Pokémon-Sprache, die wird ja immer universell gehalten. Wenn es die Frau nicht ist. Ich überlege gerade, ob sie irgendwas Architektonisches machen würden, wie zum Beispiel unterschiedliche Fenster, weil das eher so US-Fenster sind und keine europäischen Fenster oder so, aber das glaube ich nicht, dass man sich die Mühe macht. Weißt du, was mir gerade auffällt, Blaudi? Was? Nur um dich auf eine falsche Fährte zu locken, das Pikachu sitzt auf der falschen Schulter. Ach, du mich auch. Wenn es das später ist, bin ich richtig salzig. Das sind keine Kippfenster, also kann es nicht deutsch sein. Genau, ich würde sagen, pass auf hier, komm, weil ich will so schlecht sein will wie Katze. Ich würde sagen, das ist USA, weil das sind USA-Schiebefenster. Die einen gehen nach oben und zur Seite. Sowas haben wir in der EU einfach nicht. Das wir haben ist, andere Fenster. Es geht ja nicht darum, dass die Gebäude unserer Version, unserer Region angepasst werden. Wir haben gedacht, boah, die Europäer, die kommen damit nicht klar, wenn das Fenster... War das jetzt eine 300 oder eine 400 Punkte Frage? 500. Denn die Antwort ist natürlich falsch. Mann! Hallo, Valerie, 500 Punkte, sehr gut. Ich denke, ihr möchtet es wissen. Es ist die japanische Version. Hatte ich schon mal recht. Das Dach des Rivalen ist grün. In der EU- oder US-Version wäre das Dach blau gewesen, da wären... Ja, wofür ist das wichtig? Das ist ein Detail! Rote und grüne Edition. In Japan gab es die blaue Edition nicht, Baloui. Japan ging mit grün und rot an den Start. Und bei uns gab es rot und blau. Wir hatten die grüne Version nicht gehabt. Das ist ein extrem schönes Detail. Und da wäre das auch bei der Namensvorschlag-Ding für den Rivalen, würde auch anstatt Blue-Green stehen. Deswegen, das ist so... Das ist ein ziemlich schönes Detail. Ja, das ist cool. Jetzt interessiert mich aber trotzdem eine Sache. Ne? Es gibt Leute im Internet, die finden alles. Wo ist dieser arme, dicke Mann hin? Hat ja, aber du siehst ja, in der EU-Version ist der auch nicht da. Was hat ihn eingeholt? Warum? Wo ist er hin? Ist er weg? Aber ist er jetzt Items war ja schon wieder nah dran. Aber doch. Ich hatte schon wieder 50% der Antwort richtig. Ja. Ich bin den falschen Lösungsweg. In Mathe hatte ich auch mal die richtige Lösung drunter stehen, habe aber trotzdem keine Punkte bekommen. Hallo, ich fand meine Erklärung auch super realistisch, ja? Ja, die Fenster fand ich auch wirklich sehr, sehr gut, bis auf den Teil, wo es falsch war. Also, Wer war denn wieder dran? Ich muss mir das irgendwo notieren. Wir brauchen nicht immer so einen Button, der weitergeht. Wer hatte die ausgesucht? Ich glaube, ich, ja. Dann Baloui. Uff, Attacken 300 nehmen wir mal. Attacken 300. Was ist die Besonderheit von der Attacke Gefriertrockner? Gefriertrockner macht sehr effektiven Schaden auf Wasser-Pokémon. Und das ist die richtige Antwort. Ach, obwohl Gefriertrockner eine Eisattacke ist, ist diese sehr effektiv gegenüber Wasser-Pokémon. Claudi, das müsstest du wissen, du hast neulich von mir damit richtig eine Schelle bekommen in Zaubertausch. Das ist eine sehr coole Attacke. Hast dich da sehr sicher gefühlt und dein Pokémon war einfach instant ein Geister-Pokémon geworden. Innerhalb von einer Sekunde war das tot. Aber das war eh ein Lowbar-Pokémon, das hätte alles nicht überlebt, was du drauf hast. Wir hatten so gute Teams, das war nur wegen Gefriertrockner. Ja. Weil die Attacke so OP ist. Albtraum. Items selbst. Wisst ihr, wir haben da noch so viele Hunderter, deswegen würde ich sagen, Zahlenwelt 100. Zahlenwelt 100. Ich möchte von euch wissen,
Welches ist das größte Pokémon? Items. Ich würde sagen, ja, müsste ja, es ging ja einfach nur darum, wenn man es aufstellen würde, das größte Pokémon, oder? Ja. Wailord. Du bist genau drauf reingefallen, denn das ist falsch. Endinalos. Man seine Abos? Es ist Endinalos. Mit 20 Metern ist es das größte Pokémon. Ich habe gerade Kokoball im Chat gelesen. Wailord ist 14,5. Ich hätte jetzt gebuzzert und hätte gesagt, Wailord ist 14,5 Meter groß. Also wesentlich kleiner als Endinalos. Oh, krass. Dann füttert ihr eure Wailords falsch. Meine werden bis zu 40. Ach so, ach deswegen, ja. Endinalos ist riesig, also wenn man das so neben anderen Pokémon sieht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, oh ja, die Frage ist doof. Was ist mit dem Wolkenkratzer-Dino? Nein, also, ja, das sind Giga-Dynamax, ne? Giga-Dynamax-Dinger sind. Aber das ist ja nicht das Pokémon. Ja, Giga-Dynamax wäre, bin ich mir gar nicht so sicher, bei Giga-Dynamax gibt es riesige Pokémon. Ja, also aber gegen Dynamax Endilaos hast du ja nur diese Klaue, gegen die du theoretisch kämpfst. Ja, man weiß, wie. Und alleine die ist schon so groß wie dein kompletter Bildschirm. Ja, gut, hast du mich gut gebaitet? Ich habe gehofft, dass einer Wailord sagt. Aber das ist ja in Ordnung, ne? Wailord war gut. Ich hätte wie groß ist das Alola Kokowai? Wailord war irgendwie da irgendwo auf Platz 2. Ich weiß gar nicht, warum Alola Kokowai gar nicht dabei war. Zählt das nicht, weil es eine regionale Form ist? Ich weiß nicht, in dieser Liste war. Das ist nicht, dass das über 10 Meter groß ist. Echt? Ich dachte, das ist so auch hier. Platz 3, 10 Meter. Aber 10 Meter wenn du sowieso gerade dabei bist mit längeren Hälsen und sowas, was glaubst du, wie lange braucht eine Giraffe zum Kotzen? Miri, welche Frage? Mythen 250, das erste. Die Frage ist, wer sollte eigentlich der finale Gegner in der ersten Pokémon-Generation sein und welches Pokémon hat Person X immer im Team? Items. Meines Wissens Professor Eich und er müsste Mewtwo dabei haben. Items, ich liebe deinen Ansatz, aber wir müssen dir hier leider den Buzzer wieder wegnehmen. Das ist nicht richtig. Gut, dass ich auf den zweiten Teil der Frage gewartet habe. Aber mach dir nichts draus, du kriegst hier keine Minuspunkte. Wir sind ja bei den Mythen, ne? Also, ich meine, ich finde, er braucht jetzt die Minuspunkte, sonst muss schlechter sein als ich für den Moment. Doch, komm, mach mal. Die Antwort ist auch nicht komplett falsch. Also, nein, das ist schon wieder super. Denkt dran, ihr könnt mir auch noch ein paar Fragen stellen. Ja? Was zum Beispiel war von einem was falsch? Ihr habt ja ein bisschen Zeit, ist ja eine Mythenfrage. Was richtig ist, kann ich schon beantworten. Obwohl, Moment, nein, es ist ja keine 500er. Es ist ja keine 500er. Ich gebe euch noch ein bisschen. Welches Pokémon er immer hat, ne? Ja, ich habe sehr oft versucht, mit der Fragestellung trotzdem ein bisschen so ein Sieg hinzukommen. So wie mit Katz und Maus und Pikachu und Maus. Also auch die Fragestellung, so welches Pokémon Person X immer im. Das klingt komisch formuliert. Durak X. Ist es ein spezielles Pokémon, was er immer dabei gehabt hätte? Das beantworte ich dir. Er hat immer 4 Pokémon dabei, die immer gleich sind. Ein anderes. Yes. Ich würde sagen, das übrig gebliebene Starter-Pokémon. Also Professor Eich und das übrig gebliebene Starter-Pokémon. Der letzte Gegner sollte Professor Eich sein. Und sein Team bestand aus Tauros, Kokowai, Gyarados, Arcani und dem übrig gebliebenen Starter-Pokémon. Woher ist ja logisch. Ich hatte Mewtwo irgendwo her. Mewtwo, das war cool. Ich hatte erst überlegt, Mew oder so, aber nee. Und dann. Ich hatte überlegt, einen Starter, ich hätte jetzt aber Pikachu das noch ist gesagt. Immer, der aber andere das ist auch klar. Seltsam. Nee, ich hatte jetzt. Ich hatte Items kommt, drück wieder, machst du die Hände hoch. Es ist Professor Eich. Ja, es ist ja auch Professor Eich. Aber ich hatte das wahrscheinlich mit dem Manga-Ding verwechselt, wo Giovanni und Dr. Pyro sich Mewtwo geklont haben. Ich habe meine Frage gewusst. Also geraten. Es hätte jetzt auch vollkommen nach hinten losgehen können, aber. Nun. Mensch, Blau, das waren 250 Punkte. Sehr gut. Ja, das sind für mich nicht mehr ganz so schlecht.
Wie lebt es sich auf Platz 4, Katze? Du, eigentlich ganz gut. Ne? 4 war ja schon immer hinter dem Items. Also deswegen, das war nicht das Problem. Ist jetzt. Stimmt. Ah, da fühle ich mich wohl mit. Das war Items, oder? Mit der Frage? Nee. Ich glaube, das war meine. No. Das war Miris. Sammy. Pokédex 200. Pokédex 200. Welches Pokémon hatte ursprünglich folgenden Pokédex-Eintrag? Ein sehr seltenes Wasser-Pokémon. Man sagt, seine Intelligenz entspräche der eines Menschen. Mein Carpador. Nein! Miri? Lapras? Um eine Sekunde. Das ist leider nicht Lapras. Um dich? Sammy aus dem Haus. Das ist eine kleine Fangfrage. Was sag ich? Tut mir leid, Miri. Sammy? Lashoking? Das ist nicht Lashoking. Bestimmt Carpador. Katze, sag mal Carpador. Das ist, ich würde Gott niemals in Wen bitte in den Mund los, drück mal Carpador, bitte. Das Problem ist, das lässt ja so viel offen. Der Pokédex-Eintrag wurde geändert, weil alles hätte falsch sein können. Also es hätte auch einfach sein können, ein sehr seltenes Boden-Pokémon. Und deswegen haben sie es dann geändert. Das bedeutet, Wasser kann gar nicht, muss nicht mal richtig sein. Das ist das große Problem. Das stimmt, es könnte halt irgendwas sein. Und da ich sehr bekannt dafür bin, dass ich sehr über Fragen nachdenke, bevor ich antworte, würde ich mir noch kurz eine Minute dafür nehmen. Das ist dann gebe ich euch eine Minute. Aber bei Louis kein Druck, ne? Kannst ruhig jetzt. Nee, ja, ich, ja, es ist, ja. Weiß, ich genieße gerade, dass 2 Leute unter mir sind. Das klingt ja harmlos vor Gericht, wenn du das als Mordkonfession stehst. Also. Boah, Leute. Ein sehr seltenes. Ich glaube, keiner von uns darf die neue Gen spielen. Also ich könnte euch auch die Generation sagen, wenn es für euch okay wäre, weil ihr nur noch 2 buzzern dürfen. Das ist die 2. Generation. Und ich sage, ich habe mich gerade selbst gebankt, das gibt's nicht. Ich wollte gerade Lugia sagen, das ist Psycho, nicht Wasser. Psycune. Das ist nicht Psycho. Ich werde nicht buzzern, ich werde nicht buzzern. Dann los, gebe ich euch die Antwort. Es wäre Generation 1. Und es handelt sich hierbei natürlich um einen Übersetzungs. Denn dieses extrem seltene Wasser-Pokémon ist eigentlich ein Drache. Und zwar handelt es sich um Dragoran. Wow. Das Pokémon mit dem Pokédex-Eintrag ist Dragoran. Bei der Übersetzung wurde das Wort Marine, also es ist eigentlich ein Marine-Pokémon, ein Meeres-Pokémon, wurde zu Wasser-Pokémon. Der Eintrag wurde später natürlich angepasst in anderen Editionen, aber das extrem seltene Wasser-Pokémon in Generation 1 ist Dragoran. Gut, dass ich nicht draufgedrückt habe. Weil Dragoran, lore-mäßig hat Dragoran es über die Meere geflogen und hat zum Beispiel schiffbrüchige Menschen gerettet und so weiter. Und deswegen stand im englischen Eintrag, ist es Marine-Pokémon und in Deutsch hat man sich dann übersetzt, dass es wohl Wasser heißt. Das ist das, was die PR-Abteilung von Dragoran euch wissen lassen möchte. Wenn das einzelne Schiffbrüchige waren, die alleine weg waren, dann wurden die nie wieder gesehen. Sehr seltenes Wasser-Pokémon. Der hat die einfach mitgesnackt. Die sitzen jetzt irgendwo im Vulkankrater vom Vesuv und haben da ein eigenes Leben. Musst du überlegen, Dado hat 10 Stunden an diesen Fragen gesessen. Ich habe wirklich viel gesehen. Ich habe wirklich echt viel durchgegangen. Ja, das ist doch gut. Wir brauchen 2 Stunden, sie alle falsch zu beantworten. Ja! Miri, ich hatte übrigens auch ein paar Fragen von meinen Mods bekommen, also danke schön dafür. Miri, welche Frage? Balui, Entschuldigung, Balui ist dran. Ja, Sammy hatte gerade, ja. Details 500, komm, machen wir es mal lustig. Details 500. Blaui, nicht direkt buzzern, ne? Nur, dass du es lernst. Welches Detail versteckt sich denn im Hauptmenü der ersten beiden Versionen der ersten Generation? In dem Fall habe ich euch ein Bild gegeben, damit ihr euch das Hauptmenü des der ersten Spiele euch anschauen könnt. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass ihr mit der Lupe drauf kommt. Ihr dürft mir Fragen stellen, bevor ihr drückt. Ne? Also ihr denkt dann, ihr vergesst das oft. Das ist eine 500er-Frage.
Könnt mir Fragen stellen, aber denkt dran, es ist keine Mythenfrage hier. Ihr könnt also hier wirklich Minuspunkte. Hat es was mit der grafischen Darstellung zu tun? Wie, genau, nur wenn du buzzerst, ja. Was meinst du damit? Ich meine sowas zum Beispiel, der Pokémon-Schriftzug hat ja zum Beispiel einen Schatten und das Pokémon-Sprite und der Spieler dann nicht in dem Fall. Nein, sowieso nicht. Nein. Mhm. Ist irgendwas falsch geschrieben? Nee, in die Richtung geht's auch nicht. Hat das was mit der Schrift zu tun? Ist es denn, also egal, welche Generation man genommen hätte? Ob es rot oder blau ist, wäre egal gewesen, ja. Okay. Wahrscheinlich auch grün, aber das weiß ich nicht. Aber bei uns war es so, rot oder blau. Hat es was mit der Schrift zu tun? Nein. Hat es was mit dem Pokémon zu tun? Zum Teil, ja. Was ist denn passiert? Wie das haut mir nur aus, wenn es jetzt kein Screenshot wäre? Es wäre animiert. Ja, aber was passiert? Was die passiert? Pokémon werden doch durchratiert, oder? Ja, werden sie das? Es fängt an mit einem. Weißt du, wie lange das her ist, als ich das gespielt habe? Ich 30 hab nur Gelb Millionen Jahre. Gelb hatte ja dann das surfende Pikachu als Screensaver so. Ja. Auch, ne? Das ist. Ja, 500 Punkte ins Minus wäre dann hatte halt ich, schon... Ah Mann, ich weiß wieder nicht, was ich am Anfang gesagt habe, weil ich das war so Last Minute. Habe ich gesagt, bei den 500er Fragen kann man kein Minus machen oder nur bei Mythen nicht? Nur bei Mythen. Ja. Wir hatten sonst auch keine. Ja. Aber ihr habt die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Geht es denn spezifisch um die Rotation des Pokémon-Sprites? Das ist ein sehr wichtiger Faktor, ja. Geht es dir da spezifisch um die Reihenfolge? Nein. Aber das ist natürlich jetzt schon fast die Antwort, aber kommen da Sprites vor, die nicht vorgesehen waren? So. Nein. Alles. Sammy ist raus. Wer ist raus? Nee. Okay. Dobloli, mach's gut. Ist wer da? Siehst du noch was, Baloui? Alles gut, ich sehe alles nochmal. Weiß nicht, was da. Also die Pokémon, die da durchswitchen, also für euch, die sich das nicht vorstellen können, da switchen Pokémon durch. Die gehen da immer durch. Und das spielt eine Rolle, ja. Aber das ist nicht das super krasse Detail, was sich hier versteckt. Super krasse Detail. Ich mag einige Dinge nicht. Ich mag zum Beispiel auch, dass da unten eine Zahl fehlt, nicht. Aber das ist vielleicht noch recht. Das ist aber, also das ist kein, ich habe keinen visuellen Fehler in das Bild eingebaut. Das ist nur, um euch ein bisschen ins Gedächtnis zu holen, wie das Menü aussah. Es ist nicht so, dass ihr könnt den Fehler nicht sehen, oder das heißt Fehler, ihr könnt das Detail nicht sehen auf diesem Bild. Das Bild ist auch nicht editiert oder sowas. Also da war ein Screenshot, so wie ich ihn gefunden habe. Stimmt irgendwas mit einem der Sprites nicht? Oh, die Sprites sind, selbst wenn was damit nicht stimmt, darum geht es nicht, aber es ist alles tipptopp. Es ist ein Detail, welches wahrscheinlich, selbst wenn ihr da jetzt auf dieses Ding drauf guckt, ihr seht das Hauptmenü jetzt vor euch, ihr guckt euch das an, es ist animiert, ihr würdet wahrscheinlich nicht mal drauf kommen, aber es ist ein ziemlich cooles Detail, wenn man es macht. Also ich komme halt zum Beispiel auf die eine Sache, dass, obwohl das jetzt die blaue Edition ist, wir hier ein Schwarz-Weiß-Spread haben statt dem blauen. Normalerweise Farben, war ja dann alles blau gehalten. Farben sind auch, nicht. Farben ist auch egal. Also das spielt auch keine Rolle. Es geht um eine Animation. Es geht um etwas, was sich in dem Bild bewegt. Hat es was mit dem Hauptcharakter zu tun, mit dem Spielcharakter? Nur bedingt. Also eher nein als ja. Warte. Das kann ja aber nicht so einfach sein. Das geht jetzt aber nicht um die Animation, dass das Pokémon springend aus diesem Pokéball rauskommt. Kommt es ja auch gar nicht. Die rotieren wirklich einfach durch. Nein, das erste Pokémon, wenn du da drauf kommst, kommt aus dem Pokéball raus. Da kommt ein Effekt um den Pokéball rum und das Pokémon kommt raus. Ich in den ersten zwei. Ich bin mir sehr sicher. Die rotieren. Aber es passiert was, während sie rotieren. Was passiert? Und die wann? Beyblade-Theme spielt. Ihr habt jetzt die letzte Chance zu buzzern, ansonsten löse ich es auf. Ja, keine Ahnung. In den Pokémon-Versionen Rot und Blau
rotieren unterschiedliche Pokémon neben Ash im Hintergrund und rotieren immer mal wieder durch. Es gibt alle möglichen Pokémon, die in der Version drinne vorkommen. Also in der blauen Version kommen nur Pokémon aus Blau und in Rot nur Pokémon aus Rot. Darum geht es aber nicht. Ab und zu ist ein Starter-Pokémon zu sehen neben Ash. Und wenn ein Starter-Pokémon das Bild verlässt, springt der Pokéball hoch. Bei allen anderen Pokémon nicht. Ehrlich? Ja. Ich dachte bei allen. Nein, nur bei Starter-Pokémon springt der Pokéball hoch und bei allen anderen nicht. Super komisches Detail, keine Ahnung, so, wer darauf kommen soll oder wer, warum es da ist. Würde. Wow. Aber ich fand die erste Formulierung von dir schon gut. Keine Ahnung, wer da drauf kommen würde. Ja. Ich hab's auch. Ich hatte das gelesen und hab's mir nachgeguckt. Wow. Ich so, nee, niemals. Also das hat, oder auch war es echt nur, wenn dann ein Shigi oder ein Gumanda oder ein Bisasamen vorbeigehen, springt der Ball hoch. Bei Pikachu auch? Das gab's ja da, also war da nicht bei. Aber bei den Stahl, also das war, das hab ich so oft nicht dieses Spiel damals geschossen. Ich habe nie. Wäre auch mit Fragen, wären wir niemals darauf gekommen. Ich fand das mit der Pokémon-Rotation war schon wichtig. Richtig. Ja, das ging ja wieder an, hat halt uns wieder in die gute Richtung. Ja, aber diesmal habe ich nicht gedrückt. Nee, diesmal hast du nicht gedrückt, da warst du dir nicht so sicher, wie ich das hier gehabt hätte. Ich bin eher so der Experte dabei, der den anderen hilft jetzt gerade. Ich dachte mir so, für minus 500 Punkte, let's go. Ich habe gefragt, jetzt nächster. Ja, also, das ist meine Aufgabe, deswegen möchte ich hier an dieser Stelle Besonderheiten 100 vom Tisch räumen. Das klingt nach einer Frage, die ich beantworten kann. Welches Pokémon ist das einzige, welches sich zweimal durch Tausch mit Items entwickelt? Warte mal, zweimal durch Tausch mit Items? Spezifisch Tausch? Ja. Du musst das Item, muss ein Item dabei tragen, während es getauscht wird, richtig? Ja. Ja, muss ja. Aber keine Ahnung. Zwei. Ach, ich habe schon lange keine Punkte mehr verloren. Es ist Sichlor. Nein, es ist nicht. Wie entwickelt sich denn Sichlor zu der Axt-Weiterentwicklung aus Legend Arceus? Wir haben doch immer so Ingame-Sachen, dass du irgendwelche Attacken mit denen machen musst, glaube ich. Ich bin so enttäuscht, aber ich finde es so lustig. Ich bin so enttäuscht, aber ich finde es so lustig. Ja. Das ist psychologisch aufarbeiten, was? Ich meine, Danu wusste, dass ich schlecht bin, aber bei dir hat er anderes erwartet. Ich sag ja nie falsche Sachen, ich sag nur nicht. Also sagen wir es so, wir hatten heute schon ein Diskussionsthema, auf das ich absichtlich nicht eingegangen bin. Miri. Porygon? Die Antwort ist Porygon. Porygon entwickelt sich einmal mit Upgrade zu Porygon 2 und ein zweites Mal mit der Dubios Disc zu Porygon Z. Streber. Keiner mag Streber. No. Items, du hattest dieses dumme Porygon ins Rennen gebracht und ich habe versucht, extra davon wegzulenken, weil ich wusste, dass wir da noch eine Frage. Das ist für mich in Ordnung. Jetzt weiß ich, warum du enttäuscht bist, das freut mich. Aber jetzt hat Miri halt Töne gerade 2000, ne? Oh ja, stimmt. Ich buzzer jetzt nicht mehr. Also das ist... Selbst diese 100er-Fragen kannst du. Ach Quatsch, da, du hast du schon mal Wer wird Millionär gespielt? Da fragen die bei einer 100er-Frage, wenn ein Hund auf die Straße scheißt, wer macht das weg? Der Besitzer, der Nachbar, die Oma deiner Schwiegermutter oder der Hund selber? Weißt du, und du machst bei 100ern Fragen, die du musst dir schon ein Studium für abschauen. Also, ich sag's mal so: Ich habe zuerst Fragen rausgesucht und mir danach überlegt, auf welches Format ich es packe. Und dann musste ich die Fragen sortieren mit, welche ist davon die einfachste? Du hattest so ein schönes Pokémon-Quiz mit den anderen. Hättest du das nicht gehalten? Pokémon-Quiz mit den anderen war das, wo ich mit dabei war? Ja, mit Agumon. Das, wo du nicht antworten durftest. Ja. Wo ich trotzdem 17 Punkte am Ende hatte. Miri, du bist.
Ich bin schon wieder, Zahlenwelt 500. Ach, du, ach, ach, das das kann doch wieder keiner mal fragen. 0,39. Welches Event hat eine Chance von 1 zu 65.536, wenn ihr nur ein Pokémon in der Gruppe habt? Oh, das wäre die, wo man noch reden dürfte, Sammy, aber ich freue mich. Ist okay. Ist es der Pokerus? Ich habe mir gedacht, dass jemand Pokerus antwortet, aber die Wahrscheinlichkeit, Pokerus zu bekommen, liegt bei 3 zu 65.500. Das ist ja fies. Was gibt's denn noch? Flatscher trifft plötzlich. Ich bin hier unten, falls mich wer besucht. Könnt ihr mir da Bescheid geben? Banui, wenn du buzzerst, bist du immer noch über mir. Hat es mit einer Fähigkeit zu tun, Dalo? Nein. Ah, dann ist das raus, okay. Ist das in jeder Generation? Nein. Oh, Leute. Ist das in der ersten Generation? Nein. Ist das in der zweiten Generation? Auch nicht. Ist das in der vierten Generation? Nein. Ist das in der fünften Generation? Nein. Jetzt frage ich mal, ist das in der sechsten Generation? Nein. Ist das in der siebten Generation? Nein. Ja, dann habe ich ja alle bis auf die dritte genannt. Dann wird die dritte auch nicht sein. Let's go. Es ist die dritte Generation. Oh, warte. Entschuldigung, bitte. Ich glaube, ich auch. Ach, alles gut. Es ist alles in bester Ordnung. Ist das nicht miteinander multipliziert? Funktioniert das? Nein, das ist nicht richtig, oder? Das kann nicht richtig sein. Die Wortwahl der Frage gibt auch wieder einiges her. Warum steht da, wenn ihr nur ein Pokémon in der Gruppe habt? Weil da sonst, wenn ihr zwei in der Gruppe habt, stehen würde. Ja, aber was macht es anders? Naja, dann wären doppelt so viele da. Es ist Absicht. Das ist wirklich ein ziemlich krasses Event. Entschuldigung, bitte wegen. Aber wenn das nur einer von den ganzen erwischt mit 65.000, ich überlege gerade, ob das vielleicht irgendwie mit der Bitzahl oder so zusammenhängt, dass das da irgendwie ein mathematisches Problem gibt oder sowas. Es ist kein Problem, es ist alles gewollt. Es ist alles gewollt. Es geht hier in dem Fall um... Darf ich noch Fragen stellen? Ja, wenn du den anderen helfen möchtest. Ja, aber wenn die jetzt alle... Ich darf trotzdem... Ja, wenn die alle... Wenn die alle falsch antworten, dann darfst du gerne nochmal drücken. Okay. Was? Du kannst ja allen helfen. Warte, ich muss die Frage nochmal überlegen, wie ich die stelle. Hat es etwas mit in-game enthaltenen Bändchen zu tun? Bändchen? Was ja. Für Bändchen? Nein. Wettbewerb-Bändchen. Ah, oh, nein, nein, nein. Okay. Erhöht sich die Chance, wenn man mehr hat im Team? Ja. Oh, wow. Oh, das ist aber wir alle falsch an, Dom? Dann gehe ich auf minus 1300. Wenn man mehr in also der Gruppe hat, die Chance höher. Ich weiß nicht, aber ich hätte noch was auf jeden Fall. Also wir reden wirklich von einem Event. Ja, ein Event, welches wahrscheinlich, man könnte vielleicht davon ausgehen, niemand von euch und allen Leuten im Chat je gesehen haben. Hat das was mit einer Nummer zu tun? Ja. Wait. Ein Event? Ja, welches Event? Oh nein, das ist diese doofe Insel mit den Spezial-Pokémon. Was für eine Insel? Oh, es gibt so eine doofe Insel, wo du Legendaries holen kannst oder wo Legendaries andere Legendaries mit drauf waren. Und es gab einen einzigen Tag, wo du mit einer bestimmten Trainer-ID übereinstehen musstest, damit du da so Sachen wie Jirachi oder so ohne Code kriegen konntest. Ja, dann buzzer das doch rein. Nee, sehe ich so aus? Hallo? Antwort falsch, Jungs. Dann habe ich doch eine Chance. Ich buzz einfach und sage, das, was Katze gesagt hat. Nee, ich nehm das einfacher.
soweit ich weiß, weil meine erste Antwort wäre die gewesen, die ich richtig dachte. Und deswegen gehe ich jetzt die leichtere Antwort nehmen. Ich rede hier in dem Fall von der Lotterie, die sich ja mit Hilfe der Pokémon in deinem Team ebenfalls noch ändern würde, die Lottozahl, die gezogen wird. Und deswegen ist da das Richtige zu treffen höher. Bei 1 zu 65.536, wenn du 6 hättest, hättest du 6 zu Dingen. Da hättest du 6 Zahlen, die du ausgegeben kriegst. Waren wir nicht schon ein bisschen weiter und hatten wir nicht sogar schon die Generation rausgefunden? Nein, ja, bei Generation ist nicht drei richtig. Keine Lotterie. Ja, das war zweite aber. Generation, oder? Sonst hätte ich das nämlich auch. Die Zeit ist abgelaufen. Ich nehme an, ihr wollt nicht mehr ich reden. Nicht Nein, ich hab keine ich Ahnung. Es geht wasern. Natürlich um Mirage Island. Und die Fragestellung ist ein bisschen ist gemein. Oh nein, Katze. Mirage Island ist eine Insel der dritten Generation, welche nur ganz selten zu finden ist. Das Spiel generiert jeden Tag eine Zahl von 0 bis 65.536. Hat ein Pokémon eurer Party dieselbe ID wie die Zahl, die generiert wurde, ist die Insel sichtbar. Deswegen ist es bei einem Pokémon natürlich 1 zu 65.536. Bei 0 wäre es natürlich anders. Und wenn ihr 6 Pokémon in eurer Party habt, ist die Chance höher, dass die Insel zu sehen ist. Ihr könntet theoretisch sogar. Ihr könntet ja. sogar. Ja, es gibt ich dachte, eine. Der alte Mann ist nur verwirrt. Nein, nein, der sagt, der guckt da aus seinem Fenster raus und sagt, heute sieht man es. Ja, und man kann da hinfahren, aber es ist nicht so, wie Items meint, das auf dieser Insel. Nee, das ist auch was anderes, was ich ja, meine mit den Legendary. Es ist was auf dieser ist auf der Insel einfach nichts. Also es ist nicht ganz richtig. Es gibt, es gibt hohes Gras, wo das absolut kein tolles Pokémon drauf ist, aber ihr kriegt eine Beere, die ganz okay ist. Ich weiß gerade nicht mehr, was sie macht, aber es ist nicht mal im Ansatz es wert, jeden Tag diese Insel zu suchen. Und ich bin froh, dass ich diese Insel nie selber entdeckt habe, denn ich wäre ja nur enttäuscht, wenn ich rausgefunden hätte, wie selten. Ja, krass, ich wusste nicht, dass das mit ID funktioniert. Ich dachte, das wäre irgendein Event, das man freischalten muss mit Code oder sowas. Eine Beere und ein Isso zu fangen, sagt der Chat. Aber dafür, dass die Chance so gering ist und dass wahrscheinlich nie mehr, jeder spricht den an und sagt, ja, heute ist einfach nicht der richtige Tag, tschüss, nie wieder dahin gegangen ist, ist das schon wirklich sehr, sehr wild. Ja, also. Ich möchte aber sagen, ich bereue nichts. Warum sagst du nicht einfach die Insel, ohne zu erklären? Das ist, weil die Antwort wir ja dann, wissen doch sogar, welche Gen. Immer nur 50% meiner Antwort ist richtig. Und wenn die von vornherein richtig ist, muss ja noch ein falscher Teil dazukommen. Ah, das ist doch das völlig ist logisch. Also wenn ihr mir eins sagen könnt, dann nicht, dass ich inkonstant wäre. Es tut mir wirklich leid, dass ich nicht den Buzzer drücke, aber ich wenn ich den Buzzer drücke und ich weiß nichts, was soll ich drücken? Vor allem hast du absichtlich die dritte Insel, die dritte Gen ausgelassen? Du hast, ja. Das heißt, du wusstest es doch. Und dann sagst du diese Lotterie, die Lotterie war doch, glaube ich, nicht mal Gen 3, oder was? Ich glaube, die Lotterie gab es in jeder Version. Das war das Einzige, woran ich gedacht habe, an die Lotterie. Die Lotterie Gen 3 gibt es trotz alledem die Lotterie. Das ist aber beim Radiosender, wo du auch dein Poke-Ding bekommst und sowas, wo du die Devon-Waren bekommst, so die Devon-Company, da das kannst du rechts da. An dem Tresen trotzdem noch die Lotterie machen. Also das ist aber wild, Items wieder. Also wenn ich fühle mich sehr unverdient auf Platz 2, könnte mich jemand runterstoßen, bitte. Wieder muss man wieder. Gesagt, was Katze gesagt hat. Wieder so knapp, es war wieder so knapp. Du musst einfach ein 50-50 von meiner Antwort nehmen, dann hast du einen Werte, okay. Ich hab's leider vergessen, das war Miri, oder? Die das ausgewählt hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, Miri ist jetzt dran, glaube ich. Nee, Miri hat ausgewählt. Ich glaube auch, Miri hat ausgewählt. Ich dachte auch, ja. Okay, dann ja, letzte Frage war wirklich von mir, sagt der Chat auch. Pokédex 300. Der Gute. Wir haben wieder eine. Zu welchem Pokédex gehört folgender Eintrag? Diesmal, ich möchte aber darauf hinweisen, es ist keine Fangfrage, ja? Mhm. Wenn ich jetzt in die Fangfrage laufe. Zu welchem Pokémon gehört dieser Pokédex-Eintrag? Atmen kleine Kinder oder Pokémon das Gas ein, dass es rülpsend ausstößt, ist nicht nur ihr Geruchssinn in Gefahr, sondern sogar ihr Leben. Wir haben hier ein 50-50 zwischen Smogon und Smogmog. Und? Und den Zusatzformen, den wie heißt die, Galarform oder so? Und ich sage, in dem Fall, weil es um kleine Kinder geht, die spielen ja lieber mit einem kleinen Balli als mit zwei, sage ich, das ist Smogon. Das ist leider falsch. Unratütox. So, Mülleimer.
Die Antwort ist richtig. Wir suchen natürlich. Das ist das einzige Müllgift-Pokémon, was mir einfällt. Ich wollte Punkte verlieren. Hört auf damit. Darauf das Item nie gekommen. Wow. Weißt du, Mie, wie oft wir im Zauber in Y hat diese immer Unra Tytox und wir haben uns darüber so lustig gemacht mit dem scheiß Pokémon. Das ist der Grund, warum Baloo im Zauberkampf, wenn ich gegen ihn alleine kämpfe, immer gewinnt. Das Glück. Ich wollte wirklich Punkte verlieren. Es tut mir leid. Wir müssen kurz warten, bis Item wieder da. Weil du mit Items der ist weggegangen. Gegangen. Anstatt der braucht eine Minute. Dass er es falsch hatte, dann lernt Baloo hier auch noch. Ich hab da jetzt jemanden hingestellt. Wenn du das nächste Mal sagst, keine Fangfrage, dann haut er dich. Moment, das war doch wohl keine Fangfrage. Das Giftgas-Pokémon Swallow, ich bitte dich. Das ist doch. Also. Das Swallow steht auf der Blacklist von der Genfer Konvention. Ja. Das ist doch hundertprozentig der Fall. Also. Ja. Das. Das war Sammy. War Louis. Details 200. Kommen wir mal eine zu. Ich zeige euch gleich ein Bild. Und ich möchte von euch wissen, welcher Fehler hat sich hier eingeschlichen? Oh nee. Pui. Also der braucht kein Monokel, der kann normal so sehen wahrscheinlich. Ich würde eher sagen, es ist der Anzug zu der Weste. Sammy? Ist die Tatsache, dass das Cosmo-Wurm, was er in der Hand hat, irgendwie super schwer ist und das eigentlich gar nicht in der Hand haben kann? Das ist richtig. Ash hält das Pokémon Cosmo-Wurm problemlos in seinen Händen, obwohl es laut Pokédex ca. 999 Kilogramm wiegt. Pokémon Cosmo-Wurm stellt nämlich eigentlich ein schwarzes Loch da. Also, Ash hat kein Problem damit, Cosmo-Wurm zu tragen. Er geht ins Fitnessstudio regelmäßig. Für Ash gar kein Problem. Wow. Der hat auch irgendwas auf dem Kopf mal. Ich war mir nicht mehr sicher. Das Lavita war doch auch so schwer, ja, genau, was sie rumgetragen haben. Ja, 60 Kilo haben. Oder so. Wie ja. Das ist, was die wenigsten Leute wissen, ist, dass Ash ein richtiger Stiernacken ist, was das angeht. Also das ist, der hat da als Platten in seiner Wirbelsäule Schulterblätter verbaut. Das ist richtig krass. Ich hatte. Also du warst, oder was? Ja, ich war. Dann hätte ich jetzt gerne Besonderheit 500. Besonderheit 500. Die 500er sind Horror. Die 500er sind der Weg, wie ich noch an dir vorbeijiete gleich. Dein Einsatz jetzt. Der Pokémon-Anime läuft schon sehr, sehr lang. Welche zwei Pokémon sind als erstes im Anime zu sehen? Welchen Zusammenhang hat diese Szene? Es geht um die erste Szene und nicht um das Intro. Ja, guten Tag. Ash sieht am Tag davon als allererst, beziehungsweise im Fernsehen sieht man den Kampf von einem Nidorino und einem Gengar. Und das ist ein Tournament in dem Moment. Ich glaube, sogar das Liga-Tournament. Welchen Zusammenhang hat diese Szene? Das Gengar ist von Agathe, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das bedeutet, es ist ein Kampf der Top 4 und damit ein Liga-Match. Ich gebe dir dabei aber die Chance noch zu sagen, weil Items immer da sehr stark ist, es geht um den Zusammenhang zwischen Anime und Spiel. Welchen Zusammenhang? Ja, das ist die Intro-Cutscene von der blauen, grünen und roten Edition, die auch kommt gleichzeitig. Wir können da gerne drüber diskutieren, aber das ist falsch. Nein! Warum ist das falsch? Ich garantiere dir, am Ende ist es nur in der blauen und roten, wie wir sie kennen, und nicht in der grünen. Und deswegen sind wir die 50% mehr. Ich mache mir keine Sorgen. Whitebeard passt auf, der macht das. Gut, dass du zuerst gebuttert hast. Ich hätte das Gleiche gesagt. Ja, nee. das ist auch Also mein Chat sagt, das ist richtig. Ich sage, das ist nicht
dich richtig. Ja, das ist, wir können da auch mehrere tausend Leute richtig liegen, wenn du richtig liegst. Ne? Das ist ja auch völlig, ja völlig doof. Der Quizmaster hat mal recht. Items, aber weißt du was? Items, was ich dir gönne, ist, ich gebe dir keine Minuspunkte, aber ich gebe dir keine Punkte. Das ist aber lieb. Items sagt also, dass im Anime am Anfang Nidorino gegen Gengar kämpft und dass Ash das im Fernsehen sieht und das ist ein Turnier, ein Kampf der Top, das ist wirklich nicht schlecht. Der Zusammenhang zu den Spielen, den hat er auch gebracht, aber was ist falsch? Ich glaube, ich weiß, aber... Ich gebe Items hier die Minuspunkte natürlich nicht. Ich möchte aber dann trotzdem die Frage beenden, denn es ist die 500-Punkte-Frage und ich möchte auch, dass sie schwer bleibt. Denn es ist natürlich eine Besonderheit. Dann sag du, wir geben keine Punkte mehr. Was ist es? War im Anime stattdessen irgendwie ein Geowatz oder sowas? Ich glaube, nein, alles. Anime war richtig. Anime ist top. Es hat auch einen Bezug zu den also zu Pokémon Rot, aber nicht zu Pokémon Blau. Denn in Pokémon Blau kämpft Gengar gegen Pummeluff. Ja, Alter, das war wieder sehr geil. Kann's losgehen. Okay. Irgendwo in Deutschland wohnt er. Hat jemand schon mal das Intro von Pokémon Blau gesehen? Also Pokémon Grün habe ich dir da rausgenommen. Da hätte ich dir natürlich nicht gesagt, dass es falsch ist. Das wäre nicht schlimm gewesen. Aber es ist hier wirklich ein großer Unterschied, dass es nur das Intro von Pokémon Rot ist und mit Pokémon Blau nicht. Items, wir gönnen dir 250 Punkte. Nee, ich will hier wirklich keine Punkte. Meine Eltern auch immer, wenn ich wütend geworden bin, weil ich verloren habe. Ich finde die Gnaden. Ich möchte hier auch ein bisschen hinweisen, dass ihr bei den 500er Fragen mir grundsätzlich auch Fragen stellen könnt, bevor ihr buzzert. Ja? Also, ja, aber das war so, ich hatte ja alles richtig. Ich hatte ja nur eine Aussage zu viel. Wie immer. Nimm die Punkte gerne wieder weg. Ich akzeptiere das. Ich rede zu viel. Es ist in Ordnung. Wer hat er ausgewählt? Ich weine. Das war ich gerade. Müsste Miri sein jetzt. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Items nicht Salty ist, weil es gerade im Chat steht. Es ist alles easy. Freundschaft beendet. Es war halt einfach falsch. Katze, also ich hätte bestimmt gerne mal einen anderen Partner im Zaubertauschkampf, oder? Ich kann da nur. Ja, ja. Das ist doch. Das Problem ist, das lässt aber auch Tür und Tor offen, dass sie Dalu nimmt als Partner und ich dann mit dir hängen bleibe und dieses Risiko gehe ich nicht ein. Das ist. Also. Das mache ich sicherlich nicht. Miri, welche Frage? Attacken 500. Attacken 500. Schon wieder eine 500, das geht auch wieder ins Auge. Ihr habt mir heute schon viele Fragen versaut, ja? Ich zeige euch ein Bild. Ja, nein, wegen Diskussionen und Worten. Deswegen werdet ihr die beiden Pokémon wahrscheinlich jetzt kennen. Was haben diese beiden Pokémon gemeinsam und warum wurden sie so gerne auf Turnieren genutzt? Die rocken einen richtig harten Haarstyle. Denkt dran, ihr habt die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Hat Darkrai auch so eine spezielle Attacke? Ja. Dann ist doch das die Antwort, oder nicht? Ja, dann. Ich möchte aber die Attacke wissen. Ach so. Oder wenn du den Namen der Attacke nicht kennst, möchte ich wissen, was die Attacke kann. Weil das ist das Besondere an den beiden Pokémon, das Einzigartige. Also du willst nicht den Namen von der Attacke. Wenn du das könntest. Wäre auch nicht schlecht, ja. Nur die Funktionalität reicht dir in dem Fall. Ja, die Funktionalität würde mir reichen. Ja, dann hat Miri doch ihre 2500 Punkte jetzt. Let's go, Miri! Los! Also, Darkrai hat eine Spezialattacke, die dafür sorgt, dass die gegnerischen Pokémon, wenn man im Doppelkampf kämpft, einschlafen können. Und Farbigel ist das einzige Pokémon, das diese Attacke ebenfalls lernen kann, dadurch, dass es sie kopieren kann und damit lernen kann von Darkrai. Die Attacke Schlummerort konnte im Doppelkampf mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit beide gegnerischen Pokémon einschlafen lassen.
Schlummerort wurde zwar später genervt, aber bis dahin war Farbigel mit Nachahmer ein unglaublich guter Partner für Darkrai im Doppelkampf. Können wir die mal im Zaubertausch kriegen, bitte? Die Leute haben mich gehasst. Ja, ich erinnere mich dran, dass du mir davon erzählt hast, glaube ich. Ich wurde gehasst. Ich durfte es nicht mehr einsetzen irgendwann. Ich weiß nicht, warum. Nun. Später haben sie es, glaube ich, genervt. Ich glaube, ab dann hat es nur noch 50% Wahrscheinlichkeit und Farbigel konnte es einfach nicht mehr nachahmen. Also ich würde sagen, 50 ist ja immer noch viel. Und bei Farbigel haben sie es rausgenommen. Ich glaube, dann war da gerade das einzige Pokémon, was es konnte. Das ist ja fies, dass das nicht mehr geht. 55, sagt der Chat. Ja, so in dem Dreh. Aber Farbigel kann es nicht mehr. Mhm. Gut gemacht, Miri. Ich bin sehr stolz auf dich. Also ich bin. Und ihr hattet das gerade schon bei diesem blöden Wrestling-Move bei Flying Press. Oh, Farbigel mit Nachahmer. Hm? Ja, ja. Nee, gut, gut. Soll ich denn jetzt noch meine Sachen, die ich zurückgehalten habe, zusagen, einfach nur, um es jetzt noch zu zerstören? Lugia war für Generation 1 geplant und Ho-Oh war das erste Generation 2 Pokémon, das man im ersten Generations-Anime gesehen hat. So. Ich bin, glaube ich, ja. Welches Wissenswert? 400. Wissenswert 400. Wenn ich jetzt wirklich welcher? Glaub, ihr müsst bitte zu Ende zuhören, nicht, dass sonst drückt ihr wahrscheinlich was Falsches. Welcher ist der effektivste Pokéball der ersten Generation bei einem Pokémon mit 100% Leben und warum? Wir suchen nicht Meisterball. Der Superball wegen dem Programmierungsfehler. Der Ultraball hat eine niedrigere Chance gehabt bei höherer KP als der Superball. Die Antwort ist richtig. Der Superball hat bei einem Pokémon über 45% Leben den Superball-Faktor und damit eine höhere Fangrate als sein Ultraball. Das ist ja wild. Hä? Das verstehe ich nicht. Da steht aber Hyperball, Ultraball gibt es ja gar nicht. Ultraball und Hyperball ist derselbe. Ja, das ja toll, woher soll man das denn wissen? Naja, im Deutschen hieß so. Es Ultraball, das wurde dann erst verwirrend, als für die Ultrabestien wirklich ein Ultraball. Ja, weil ich muss diese Statistik erst verstehen. War also der und ist KP ein Prozent. Und es ging um 100%. Okay. Bedeutet, der Basis-Catch-Wert von Superball war immer höher als alle anderen Bälle, bis auf den Meisterball. Siehst du, Miri, deswegen habe ich auch immer in meinen ganzen Pokémon-Spielen immer so viel bessere Pokémon mit normalen Superbällen gefangen, wo du immer gesagt hast, du musst einen besseren Ball nehmen. Ja, nee, das war nur bei der ersten Generation Blauli. Das andere war einfach nur der Fall, dass das Dumme auch manchmal Glück haben. Also manchmal ist leider nicht so ganz richtig. Aber sehr interessant. Also wirklich, klar, der Bait war natürlich, dass du Hyperball saß. Und selbst wenn du dir bei der Fragestellung denken kannst, wird nicht der Hyperball sein, sonst wäre die Frage nicht so, müsstest du es ja noch erklären. Ja, es war ein Programmierfehler, den man später als das anscheinend der Superball-Faktor abgestempelt hat. Oh. Oh. Ja, das noch nicht. Interessant. Das wusste ich. Was Neues gelernt sogar. Ja, ja. Ja, echt? Das war Sammy, ne? Balui. Attacken 100. Hui. Welche Attacke wird auf diesem Bild ausgeführt? Metronom! Es ist Metronom, Balui! Ja, 100 Punkte, Balui! Party! Ich bin so stolz auf meinen Partner in Zaubertauschkampf. Er macht da auch immer Metronom und dann wird in Metronom auf einmal Heilopfer eingesetzt. Mogli! Ne? Balui ist lebendes Metronom. Nun, nice. Item. Ich hätte gerne Mythen 250, um zu sehen, ob ich eine aus Versehen kaputt gemacht habe von den Fragen mit meinem Zeug, das ich geredet habe. Die Frage ist relativ einfach und es reicht mir eine grobe Erklärung. Mhm. Wie fängt man Mew in den ersten Pokémon-Spielen? Das Fangen von Mew erfolgt durch einen Speicherglitch, beziehungsweise durch einen Speicherglitch, den man setupt. Und der hat damit zu tun, dass man der über Azuria City, richtig auf dem Weg, wo man dann rechts surfen müsste, um zu der, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Champions-Höhle oder sowas zu kommen, also wo Mewtwo drin ist,
Dort versucht man, zu einem NPC zu laufen, das Startmenü zu öffnen, bevor der NPC die Trigger-Animation durchführen kann. Bedeutet, er sieht dich zwar, triggert dann, dann fliegst du durch diesen Bug aber weg. In dem Moment, dadurch, dass du das Menü vorher öffnest, du fliegst an eine andere Stelle und kannst dann durch verschiedene Inputs und durch einen Kampf gegen einen Trainer, der oben auch auf der Route nach der Nuggetbrücke ist, den Kampf so manipulieren, dass das nächste Pokémon, das du encounterst, ein Mew wird. Das ist falsch, denn Mew befindet sich unter einem Truck. Das ist ein Scherz. Der LKW. Oh, Moment. Oh nein. Da wäre ich gegangen, wenn das warte. So. Da wäre ich salzig gewesen. Ich hatte hier einen Fehler gemacht. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Minuspunkte du gerade hattest. Vielleicht kannst du an deinem Chat nachgucken. Bei einem bestimmten Trainer über Azuria City müsst ihr exakt in dem Moment der Herausforderung Fliegen oder Teleport nutzen. Im Anschluss besiegt ihr einen weiteren spezifischen Trainer über Azuria City. Nach ein paar Schritten öffnet sich ein Menü. Dieses schließt ihr wieder und auf einmal befindet ihr euch im Kampf gegen Mew. Dabei ist es natürlich wichtig, gegen welchen Trainer welches Pokémon manipuliert wird und welches dann für Mew erscheint. Aber war das der mit Sandan? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kommt auch noch drauf an, wie viele Angriffe du in der Runde machst und AP von deinem ersten Move verbraucht wird. Und die skalieren dann das Level von Mew. Je mehr du verbraucht hast, umso niedriger ist das Level. Also das war nur jetzt, also ich habe es hier auch nur sehr grob beschrieben. Man müsste es ein bisschen genauer sagen. Es gibt zwei Trainer, die du spezifisch angehst, wenn du Nuggetbrücke hochgehst, links ins hohe Gras, der erste und so weiter. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Items, hattest du gerade minus 750 Punkte? Ist das richtig? Ich hatte minus 750. Dann habe ich es wieder. Auf jeden Fall, ja, so fängt man Mew wirklich. Es ist nicht unterm Truck. In späteren Versionen, ich glaube sogar in Let's Go Pikachu und Evoli, ist es unterm Truck, oder? Oder ist das ein Fake gewesen auch wieder? Let's Go kriegt man es nur... Da über den Pokéball, über den 50 € Pokéball oder so bekommst du. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht. Aber irgendwo war das nochmal so dann gemacht als Gag, glaube ich. Irgendwas. Ich glaube, das war, wenn dann, irgendwie ein Rom-Hack. Weil wenn ich mir überlege, die Remakes Feuerrot und Blattgrün haben diesen Truck gar nicht mehr. Ja, ja. Du hast da gar keine Surfmöglichkeit. Aber dieses Gerücht kennt ihr ja bestimmt alle. Ja. Ne? Mew unterm Truck, wenn man bei der MSN da rechts schwimmt. Da ist auch einfach ein Truck einfach abgebildet. Ja. Wer hat das überhaupt verbreitet? Und jeder warum? Doch. Ja. Warum nicht? Man hat wer kam auf die Idee? Also, ja, das Mew war halt vom Laster gefallen. Ne? Also, passt schon. Ja, auf jeden Fall sehr lustig. Hätte jetzt natürlich, war klar, dass ihr jetzt hier nicht sagt, das liegt also unter dem Truck. Also, dass du das reinnimmst, was jeder weiß. Ist hättest du das auch gewusst? Ja, so grob. Ich hätte auch gesagt, ich habe das damals in meiner blauen Edition sogar gefangen, aber ich hätte nicht mehr sagen können, in welcher Reihenfolge. Ich hätte nur gesagt, man muss da an spezifische Orte und dann hin und her und dann am Wasser und bla 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 und so. Wasser und bla 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 wäre der Item Duplication Bug gewesen. Nee, da habe ich gar keine Ahnung. Das war was anderes. Der war super. Da habe ich unendlich Sonderbonbons immer gemacht. Man dachte, man hat unendlich gemacht, ne? Es waren immer nur 295. Es war 99 oder sowas. Ja, du hast über die Zeit drüber gemacht. Du hast immer 255 gemacht. Ich muss mir später nochmal angucken, Adams, wie du reagiert hast, als ich gesagt habe, das ist falsch. Ja, okay, war ja auch, nee, aber Missing No war eine andere Stelle, oder? Die war nicht die gleiche. Also Missing No ist auf Fragezone, oder nicht? Bitte was? Missing No ist allgemein immer, wenn du einen solchen Speicherbug benutzt, ein Stand-in-Pokémon, das erscheinen kann. Das war auch zum Beispiel beim Duplication-Glitch dort in der jeweiligen Sache, dass du, wenn du den Tutorial-Mann angesprochen hast, weggeflogen bist, bevor das war, und du dann an der Zinnoberinsel hoch und runter gesurft bist. Genau, alle sagen das auch, dass das am Rand der Zinnoberinsel war. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich damals einen Bug benutzen musste, wo du auf dem letzten Schritt in der Safari-Zone springen musstest. Es gibt verschiedene Speicherinputs. Genau, dann so habe ich das. Deswegen heißt auch die Kategorie Zahlenwelt, weil dann war nämlich alles kaputt. Und so kam ich über nur zu Missing. Das mit der Zinnoberinsel, so sagt mir gar nichts. Ich musste in der Safari-Zone auf dem letzten Bit einen Sprung machen. Missing No kam halt immer, wenn das so allgemein der Fall war. Du kannst auch bei der Mew-Encounter statt Mew und Missing No bekommen haben, wenn du, glaubt, ein falsches Pokémon vorne hattest. Nee, ich glaube, dann hatte ich nur das im Kopf. Da hätte ich Mew wirklich nicht erklären können. Dann ist okay. Also es gibt da 3-4 verschiedene Bugs, wie du Items multiplizieren kannst und sowas. Und alle hatten irgendwo dann am Ende Missing No mit drin. Machen wir die letzten 3 noch. Ja, okay. Miri, oder? Okay. Dann nehme ich Wissenswert 200. Wissenswert 200. Welche Pokémon-Generation
bringt die meisten neuen Pokémon mit sich? Die meisten neuen? Ja. Generation 1, wisst ihr ja alle, 151. Und was ich bringt mehr? Ich glaube, es war die, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es die vierte, weil sie haben nach der ersten, bei der zweiten und dritten immer nur aufgestockt und dann haben sie irgendwann Cut gemacht und dann gab es nur eine neue Generation ohne die alten Pokémon. Ich glaube, das war die vierte. Ja, die dritte nicht, war sonst, schon, die dritte sonst, oder war schon die fünfte insane oder so. Also vierte, ich glaube die vierte. Die vierte Generation von Pokémon-Spielen bringt nicht die meisten Pokémon mit. Also, ich weiß, dass in der ersten Generation 151 Pokémon dabei waren, beziehungsweise 150. In der zweiten Generation wurde es um 100 erweitert. Und jetzt habe ich natürlich so Sachen wie Sun Moon und so gar nicht erst gespielt. Das ist ein großes Problem für mich. Aber wenn ich jetzt heutzutage schauen würde, würde ich sagen, dass von den 800 Einträgen im Pokédex locker 500 für mich von der dritten Generation an irgendwo hätten stehen können. Mindestens. Deswegen, ich würde sagen, es ist die dritte Generation. Ich würde sagen, es ist nicht die dritte Generation. Es ist die fünfte, weil da so quasi die ganze Welt am Anfang nur mit neuen Pokémon war. Oh, das meinte ich doch! Ja, Generation 5 fügt dem Pokédex 156 neue Pokémon hinzu und ist damit die einzige Generation, Erklärung, die mehr Pokémon hat als die Ursprung. Oh, ich hab doch nur vierte und fünfte vertauscht. Ja, jetzt muss ich nur rausfinden, wie viele Punkte das waren. Was war das? Wissenswert? 300? 300 war sicher? Nee, 200. 200? Ich weiß. Ich glaube, ich habe 200 gesagt. Minus 700, let's go. Mann, das ist. Oh. Oh. Das ist wahr. Weißt du, das war halt. Das weiß ich noch aus unseren ganzen Pokécraft-Dingern. Dass diese Generation immer die krasseste war, weil so viele neue Pokémon waren, wenn man nur die pure hatte. Ja, das war richtig. Es gab dann nur erstmal Pokémon aus Gen 5, ja. Verdammt. Wie viele waren denn in der dritten Generation? Jetzt ist das natürlich eine doofe Frage, aber das würde. Also in der ersten 151, dann waren es 98 oder 100 glatt irgendwie. Ich glaube, maximal waren es überhaupt nur 131 in der dritten. Also es kam nichts, also nicht mal Generation 1 und danach nochmal überholt. Die dritte hatte doch auch theoretisch, du hattest in der dritten nur neue Pokémon bis zu dem Moment, wo du die weiteren Regionsinseln freigeschalten hattest. Sammy, du hast keinen Basis-Pokémon. Es gab einen viel krasseren Vibe zwischen diesen vierten und fünften. Ja, fünfte Wahl. Sammy, du hast die letzte Wahl. Pokédex. Und damit könntest du auf plus minus null kommen, Sammy. Mensch, aber Sammy, dafür. Im Minusbereich. Sammy Zwiegert, let's go. Denkt wieder mal dran, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Welches Detail? Nein. Zieht sich durch die Pokédex-Einträge von Flampion. Flampion? Hat einen Hashtag davor. Ich hab gewonnen. Ich hab keine Ahnung, was ein Flampion ist. Das ist ein scheiß Feueraffe. Das sind diese Affen, oder? Ja. Ich muss auch erst überlegen. Das ist ja logischerweise einer von seinen Pokédex-Werten wie die Größe oder das Kilogramm. Nein. Metagross ändern? Also es hat schon mit dem Pokémon zu tun. Also nicht mit Größe, Einträge nicht mit Gewicht oder sonstiges, sondern so lore-mäßig. Ja, aber das heißt, überall könnte drin stehen, es ist ein Affe der. Und dann würdest du sagen, yo, überall steht drin, dass es ein Affe ist. Sowas meinst du? Ja. Nein, es ist schon etwas sehr Einzigartiges, etwas Lustiges. Ihr kennt das ja von. Es brennt. Affen brennen normalerweise. Jedes einzelne Pokédex-Beschreibungstext startet mit einem Titel von Harry Potter. Ich habe bis vor einer Minute habe ich vergessen, dass Flampion existiert. Ich weiß bis jetzt nicht, was Flampion ist. Ich möchte ganz kurz einbringen, dass Balui schon ein unglaublich Fake gebracht hat, den er aber wahrscheinlich instant vergessen hat. Ja, und niemand hört ihm zu. Das ist halt. Ich habe zugehört und ich fand das eigentlich schon echt gut. Aber was hat Balui gesagt? Das hört nicht zu. Alles startet mit dieser Affe. Dass es ein Affe ist. Darf ich googeln, was die Antwort ist, sondern einfach nur, was das für ein Pokémon ist? Weil nee, ich kann es euch erklären. Es ist ein Affe. Er sieht nicht unbedingt aus wie ein Affe. Okay. Aber es stellt so ein Daruma dar. Kugel mit Beinen. Ja, genau. Es ist aber, also er sieht auch feurig aus. Das hat er auch schon. Also sein Äußeres ist nicht unbedingt ausschlaggebend für das, was es geht. Es kommt auf die inneren Werte an. Ja. Geht's um sein Verhalten? Fragen auch Organhändler. Es
als an drei Nieren. Nicht mal unbedingt mit um sein Verhalten. Ich glaube, es macht das, was es halt so macht. Ich weiß, dass Miri die Affen hasst, deswegen. Nein, das ist ein anderer Affe. Ist das andere anderen? Das sind die drei. Also, wenn man Baluis erste Aussage in einen Satz bringen würde, wäre man schon nah dran. Baluy, was hast du gesagt? Sag das einfach nochmal. Ja, weiß, ich habe so viel Blödsinn erzählt. Ich habe gesagt, der Affe brennt und es ist ein Affe. Und ein Hashtag steht überall vor. Habe ich noch gesagt? Keine Ahnung. Ich habe leider immer noch im Kopf kein Bild zu diesem Pokémon. Das ärgert mich. Das ist so also, rot-orange. Das tanzt, falls dir das hilft. Das tanzt die ganze Zeit so. Mm. Okay. Also es hat so die Hände und dann tanzt es immer vom linken aufs rechte Bein. Und macht so. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass es ein Feuer, also ein Feuer-Pokémon ist. Ein Feueraffe, ja. Beides wichtig eigentlich. Geht es um seinen Charakter? Nein, nicht um seinen Charakter. Wie ist der um seine Charakter Liebe wichtig? Zu Gemüse. Baluy hat den Affen beschrieben. Und das ist nicht schlecht gewesen. Ich habe gesagt, der brennt. Nein, du hast ihn auch noch so eine Bewertung gegeben, wie du ihn findest. Kann mir kurz jemand einen Clip schicken? Mann, als wenn ich noch wüsste, was ich für einen Scheiß erzählt hätte. Also Baluy hätte fast direkt den Buzzer drücken können. Mann, das war echt nicht schlecht. Oh, ja. Baluy. Gut war das. Alter. Dreh durch. Schon wieder nur mit Raten. Ja, aber das wären mir bei 500 Punkten zu wertvoll, um darauf zu drücken. Es geht auch nicht um sein Äußeres. Geht es wirklich um das Wording im Pokédex, was sich durchzieht? Es geht um das, was es macht oder was man macht. Es geht um, es zieht sich durch alle seine Pokédex-Einträge, generationsunabhängig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein sehr, die Leute können es glauben. Ich glaube, die Leute können es echt gut leiden. Ich glaube, es ist wirklich sehr beliebt. Selbst über die alternativen Formen hinweg. Nee, ich denke, es geht um, also wenn, gibt es eine Galar-Form? Gibt es eine Galar-Form? Also es geht um das. Nee, das wird, glaube ich, dann nicht funktionieren. Ist die Galar-Form die immer zwischen Eis und Feuer wechselt? Weiß ich jetzt, welches Pokémon das ist? Kann sein. Es ist dann weiß, ne? Oh, dann habe ich eine Idee. Da guess ich. Was ist da steht denn? Da steht irgendwas ganz Cheesiges immer in jedem Pokédex-Eintrag drin, wo drin steht, diese heißen Dance-Moves oder diese heißen Tanz-Moves oder sowas von dem Pokémon. Es geht leider nicht um die heißen Dance-Moves. Hier musste jemand guessen. Ich wusste endlich, um welches Pokémon es sich handelt in meinem Kopf. Ich bin gespannt, ob das auch wirklich stimmt. Aber wenn ich Pokédex-Einträge schreiben würde, hätte ich gesagt, die also, heißen Dance-Moves. Also, Baluys allererste Aussage war etwas wie, Mann, das ist doch dieser scheiß Feueraffe. Und ja, eigentlich beschreibt scheiß Feueraffe Flampion fast perfekt. Denn früher nutzte man die heißen Ausscheidungen von Flampion, um sich den Körper zu wärmen. Deswegen ging es auch nicht um sein Äußeres. Es ging um sein Inneres. Die inneren Werte zählen. Let's go. Und ich glaube, es war regionsabhängig sehr beliebt. Ja. Also, ich glaube, ein Flampion zu haben, konnte schon sehr hilfreich sein. Können wir die Punkte also, kurz skalierend anpassen? War. Wenn ich 0 Punkte hätte, dann hätte Sammy 1700. Das also, ist auch wieder so random. Sind wir ehrlich, hat sich das ausgedacht und warum wurde das erlaubt? Das ist, ich meine, so weit hergeholt ist es ja nicht, ne? Nicht? Also wenn ich mir jetzt überlege, Star Wars gab es ja auch eine schöne Szene. Ich hoffe, dass ich damit jetzt nicht keine Frage im Quiz zerstöre. Da gab es ja auch eine schöne Szene, wo nicht spoilern. Han Solo hier das Ding aufschneiden musste und dann Luke reingelegt hat. Spoiler, jetzt weiß ich das. Ja. Sehr, sehr schade. Ich hätte euch Baluy direkt. Ach, das ist doch dieser scheiß Feueraffe. Ja, das ist der scheiß Feueraffe. Auf dem Repertoire. Wow. Die letzte Frage
Durfte keiner aussuchen. Nee, das wer wäre dran gewesen, um zu wissen, wie Baloui wäre dran gewesen. Lauli, deine Schuld wäre die Frage. Ist die Frage. Los, du kannst mich nur einholen. Das ist eine Frage, wo ich im Endeffekt... Ich bin happy, dass sie jetzt erst rankommt. Aber wir stellen sie trotzdem. Warum ist Shiny Ditto für einige Spieler der zweiten Pokémon-Generation so unglaublich wichtig? Sammy? Hatte man eine erhöhte Shiny-Chance, wenn man mit einem Shiny Ditto gebreedet hatte? Genau darum geht's und es ähnelt der Eierfrage. Mit Shiny Ditto hat man eine Chance von 1 zu 64, was unglaublich hoch ist, in der Pension ein Shiny zu brüten. Ja, Katze, hättest du das mal vorher gehabt in deinem ganzen Eibrüten gedöhnt? Also warum flamest du mich überhaupt? Sammy macht den Shiny Living Dex voll momentan. Ich also, sagen, das war die einzige Frage, die ich wahrscheinlich beantworten konnte. Ja. So, das ist... Also gut, sehr gut. Wo ist die Bonusfrage? Das war sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut. Die Aufnahme hat mir gut gelernt. Gefallen. Wann spielen wir richtig? Jetzt haben wir geübt. Wann kommen die richtigen? Wir müssen ganz kurz sagen, auf dem vierten Platz haben wir Items mit minus 1200 Punkten, aber unglaublich vielen sehr, sehr guten Ansätzen. Wirklich oft fast daneben. Knapp daneben. Wir sind in den ersten vier Klassen. Sammy, minus 200 Punkte, aber wenn gebuzzert, dann auch eigentlich gewusst. Dritter Platz. Sag einfach, ich einfach. Ich will es nicht hören. Es ist unverdientes Tor. Ich muss noch dazu sagen, minus 50 musst du erstmal schaffen. Ne? Es gab nicht so viele 50er-Fragen, die man hätte falsch haben können. Ne? Baloui, minus 50 Punkte. Es hat gereicht für den zweiten Platz. Metronom hat er erkannt. Die Professoren leider nicht. Das eh. Gute Das ist nicht fair. Du musst undeutlicher sprechen beim nächsten Mal. Und auf Platz 1 haben wir Miri mit 2700 Punkten. Viele Gerüchte gekannt, viele 500er Fragen gekannt. Herzlichen Glückwunsch. Wenigstens Pluspunkte. Dankeschön. Nun. Freut mich sehr. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, unabhängig jetzt von Minuspunkten. Also ich hoffe, ihr fandet das richtig gut. Ich weiß nicht, sehr, was sehr ihr... Ja, war cool. Ja, also super. Ich hoffe, da also, war auch ein wilder Mix bei, oder? Das war nicht. Wie bitte, ich das nicht Fragen, da war auch ein wilder Mix an Fragen bei. Oder? Also, das ja, war... also... am tollsten fand ich, das hab ich wirklich gefühlt, die Aussage, das kommt keine Fangfrage und dann redet man von Giftgas. Das war, ja, aber komm, da war der Unrat Tütox, war doch offensichtlich. Das ist ein Müllhaufen, ist kein Giftgas. Das ist ein Unfall in der Küche. Selbst bei Louis wusste. Also dafür habe ich mit Miri schon oft genug mit Unrat Tütox zu tun gehabt. Ich weiß nicht warum, aber wir hatten da in der Vergangenheit oft mit zu tun. Bei Spielen. Ich hoffe halt trotzdem, dass ihr alle Spaß hattet. Also ich hoffe, definitiv. Ich fand es sehr schön, dass auch wirklich bunt gemixte Fragen sind. Also, ja, heißt, die waren wenn so man leicht manchmal Beispiel, dazwischen. Ach nee. Nee, aber halt so, ne, ich zum Beispiel bin jetzt überhaupt nicht der, ich spiele normal nicht so Spieler gegen Spieler, heißt, ich bin wirklich nur am Shiny-Handen, heißt, von so Attacken habe ich halt meistens gar keine Ahnung. Aber war halt nicht schlimm, weil genug dabei war, was man beantworten hätte können. Ich hab wirklich sehr, sehr viel Zeit darin verbracht, diese Fragen zu finden. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals noch mal ein ähnliches Quiz mit gleich vielen Fragen schaffen würde. Also da ist schon so wirklich alles mit drin. Kriegen wir hin. Wolltest du nicht mal noch so ein Bilderrätsel machen mit Pokémon? Das war ja wirklich für Leute, die gar keine Ahnung von Pokémon hatten eigentlich. Da fühle ich mich aber zu Hause. Aber was mir da übrigens noch bei dem Ding ist mir aufgefallen, ich habe nicht die meisten Sachen über Pokémon gewusst. Ich habe nur die anderen externen Anime-Sachen viel gewusst. Ja, das stimmt. Du hattest die Intro-Frage. Achso, die extra meinst bei dem anderen Quiz, ne? Ja, so, also bei Eggnatoll und so. Bei dem, ja, genau. Solche Sachen, da habe ich 2, 3 Pokémon-Sachen gehabt, aber sonst habe ich halt so Sachen wie hier von Bleach, Riazu-Puppen und sowas gehabt. Ja, ich werde dieses Format der Profi-Quiz-Dinger mal noch weiter ausführen, aber dann vielleicht jetzt nicht in Pokémon. Mal gucken, wenn wir noch challengen können. Okay, da muss ich nicht rein. Dann eigentlich, okay. Ich will ja nichts in Profi also aus ich bin Pokémon. Da gerne immer dabei. Wie gesagt, ich weiß alles, nur nichts richtig. Es ist so, mich kannst du bei jedem Thema reinschmeißen, bis auf Fußball. Das und ich Professor weiß, alles, was ich mit Mewtwo. Ich sehe mich...
Ich würde sagen, ich sehe mich im Dragon Ball Noob Quiz. Dragon Ball Noob Quiz. Vielleicht kann man sowas auch nochmal machen. Ich habe gar keine Erfahrung in Dragon Ball. Ich habe dir das beste Bild auf dem ganzen Internet geschickt und sie hat es nicht verstanden gehabt damals. Das Freezer-Bild hat er mir geschickt. Habe ich nicht verstanden. War ich sehr enttäuscht. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank, wirklich. Ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Dankeschön. War sehr cool. Das ist echt super. Danke, sehr gerne. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis bald. Bis bald. Ciao, macht's gut.